Hiermit eröffne ich die Versammlung. Allerdings werden wir jetzt erstmal ein paar Worte vom Anwalt Holger Fischer hören, der euch leider ein bisschen was mitteilen muss. Der natürlich erstmal einen riesengroßen Applaus vom Publikum bekommt, dass er heute den Weg hier nach Aschaffenburg hingestört hat. Das ist kein großer Applaus, das geht lauter! Aha! Hallo Aschaffenburg! Mein Name ist Holger Fischer. Ich bin Anwalt in Hanau, also in einem anderen Bundesland. Ich liebe Aschaffenburg, ich liebe Unterfranken. Und ich hoffe, dass wir es heute hier schaffen, in dieser Stadt etwas zu machen, etwas zu veranstalten, für Rechte einzutreten, sich friedlich zu versammeln, ohne dass das passiert, was in anderen bayerischen Städten passiert ist oder auch in Berlin. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir das heute schaffen. Wenn ich sage wir, meine ich ausdrücklich die Polizei und wir Versammlungsteilnehmer. Dass beide an einem Strang ziehen, dass diese Stadt morgen gut in der Presse dasteht, dafür wollen wir gemeinsam eintreten. Das Signal, das von Aschaffenburg ausgeht, heißt allerdings auch, ob man das gut findet oder nicht, spielt für den Moment keine Rolle. Die Versammlungsleiterin hat Auflagen. Diese Auflagen müssen erfüllt werden und die will ich kurz darstellen. Ich will noch zu mir kurz sagen, ich gehöre zu Anwälte für Aufklärung. Ich bin kein Markus Heinz, ich bin kein Dirk Sattelmeier, ich bin kein Ralf Ludwig. Aber ich stehe in einer Linie mit diesen Leuten und ich hoffe, dass sie ein bisschen bei mir sind. Ich bin bei ihnen und wir sind alle an einer Sache dran. Das wollte ich noch sagen. Bitte nehmt es mir vielleicht ein bisschen nicht übel, wenn ich jetzt nicht gleich wie Markus Heinz hier lospolter oder andere, die das einfach drauf haben, weil sie es tausendmal gemacht haben. Das habe ich noch nicht. Ich spreche heute zum allerersten Mal vor einer so großen Menge an Menschen. Und er macht eine gute Arbeit. Danke, danke, danke. Jetzt genug des Vorschusslobs. Ich möchte eins jetzt zu diesen Auflagen sagen. Die halbe Miete heute, vielleicht eigentlich schon die ganze Miete, wäre keine Flugblätter verteilen oder Ähnliches, auch keine Aufkleber. Wir müssen den Abstand wahren, wir dürfen uns nicht zu nahe kommen, auch wenn wir da nicht 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt hatten, ganz klar, aber keine Flugblätter verteilen. Sofern irgendwo was liegt, liegt es aus, aber es darf nicht verteilt werden. Ist so, sagt die Stadt Aschaffenburg. Das Zweite, wir müssen Masken tragen. Wer keine Maske hat, der braucht einen Attest. Und leider leben wir im Verwaltungsgerichtsbezirk Würzburg. Wir leben sowieso in Bayern, beziehungsweise ich nicht zum Glück, aber wir leben jedenfalls größtenteils hier in Bayern. Und in Bayern gilt im Verwaltungsgerichtsbezirk Würzburg ein Beschluss. Dieser Beschluss sagt, ein Maskenattest, das von der Maske befreit, muss aussagekräftig sein. Es muss nachvollziehbar sein. Und dieses Attest muss also, so wird es jetzt gesagt, eine Diagnose enthalten. Ich sag mal dazu, die Polizei hat freundlich darauf hingewiesen, dass wir im Moment nicht umhin kommen, diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts Würzburg so zu akzeptieren und sagt ausdrücklich, wir müssen oder es schützt nicht vor einer Anzeige, wenn man einen Attest hat, das aber keine Diagnose enthält. Es muss nachvollziehbar sein und bitte denkt einfach drüber nach, wenn ihr kontrolliert werdet, wenn ihr heute keine Maske tragt. Wir haben diese zusätzliche Auflage, wir kriegen sie im Moment nicht weg. Da kann sich jeder jetzt denken, was er will. Es ist einfach so. Das andere ist, wir müssen heute Abstand halten. Und wir müssen diesen Abstand halten, und das sage ich jetzt nicht für diese Versammlung hier, sondern ich sage es für den Umzug, der anschließend stattfindet. Ein paar von euch waren vielleicht in Berlin. Ein paar haben erlebt, wie es am 29.08. gelaufen ist. Und das sollte ein Beispiel sein, wie es nicht laufen kann. Wenn der Zug irgendwo ins Stocken kommt, dann bitte nicht nachrücken, sondern
sofort auch sagen, okay, wir verzögern, wir bleiben auch stehen und nach hinten weitergeben. Einfach rumdrehen und sagen, bitte nicht mehr nachrücken. Dadurch kann man Abstand wahren. Auch da kann man denken, was man will, aber das sind eben die Sachen, die wir heute beachten müssen. Und wenn ihr es, sagen wir mal, nicht für den Markus Söder tut oder für andere, tut es für sie, weil sie steht hier und sie verdient den Applaus, dass sie das alles heute auf die Beine bringt und dass sie am Ende sagt, ja, Applaus erst. Ich merke gerade, man sollte, wenn man Mikro hat, keinen Applaus machen, das klingt komisch. Aber sie macht es, tut es auch für sie, tut es für euch, tut es für die Polizei, tut es für diese Stadt, die nach heute ein positives Signal nach außen sendet. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Mehr wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank und viel Spaß heute. Vielen Dank. Ich hatte gar nicht vor, dass das so groß wird heute. Ich habe gesagt, naja, komm, wir machen mal in Aschaffenburg was, weil da war lange nichts mehr gewesen. Ich mache ja eigentlich in Miltenberg immer die Demos alle zwei Wochen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir statt in Miltenberg am 27. in Aschaffenburg. Ich finde es toll, dass ihr alle da seid. Und ich finde es noch toller. Bevor ich das vergesse, seid bitte so gut, nehmt euren Abfall wieder mit, weil sonst bekomme ich eine Rechnung von der Stadt. Und das wäre nicht so schön. Ich war ganz erstaunt, dass sich heute jemand kurzfristig angemeldet hat. Den kennt ihr alle. Und er hat eigentlich keine Zeit. Und er ist trotzdem da. Und er wird jetzt als erstes hier hochkommen. Sei so lieb, gib ihm einen großen Applaus. Bodo Schiffmann. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr immer wieder auf die Demos geht und vielen Dank, dass ihr auch herkommt, wenn ihr nicht wisst, ob jetzt irgendjemand kommt, der aus der Bewegung bekannt ist. Ich möchte etwas sagen zu den Attesten. Die Atteste bitte fotografieren, das Bild im Handy zeigen. Aber ich möchte euch was erzählen von insgesamt 5 Patienten, die einen Attest von mir haben. 5 Patienten, die Missbrauchsopfer sind, denen man den Mund zugeklebt hat und die gesagt haben, wenn ich diese Maske tragen muss, dann nehme ich mir das Leben. Und hier meine Bitte an die Ordnungskräfte. Wenn auf einem Attest keine Diagnose draufsteht, dann kann es sich um einen Menschen handeln, der eine Angststörung hat, der ein Missbrauchsopfer ist und der das nicht möchte, dass das der Kassierer im Aldi an der Kasse liest. Diagnosen. Diagnosen, und da spreche ich sicherlich auch für jeden Bürger in Uniform. Diagnosen sind etwas, was ein Geheimnis darstellt, zwischen einem Arzt und einem Patienten. Diagnosen gehen niemand etwas an. Und meine Patienten, die Bürger in Uniform sind, und da ich eine Privatpraxis habe, habe ich unglaublich viele Beamte bei mir. Und diese Diagnose werde ich niemand sagen. Diese Diagnose unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Und die nehme ich verdammt ernst. Und wenn der Eingriff in die Patientenakten weiter fortgeführt wird mit der Telematikinfrastruktur oder anderen Maßnahmen, die durch den Gesundheitsminister Jens Spahn in den letzten Jahren hoffähig gemacht wurden, dann werde ich in meiner Praxis die Patienten fragen, wie sie heißen. Und wenn mir der Patient sagt, er heißt Donald Duck, dann werde ich ihn fragen, in welcher Straße er wohnt. Und wenn er in Entenhausen wohnt, dann werde ich sagen, dass er seine Rechnung bitte direkt danach auch dann bezahlt.
und ich ihm das natürlich quittiere und auch entsprechend verbuche. Aber ich werde nicht im Ausweis überprüfen, ob Donald Duck aus Entenhausen tatsächlich so heißt, weil das ist dann jemand, der Angst hat, dass man seine Identität irgendwann nutzt, um an seine Krankenakte ranzukommen. Meine Frau ist nicht nur Traumatherapeutin. Meine Frau ist auch Hals-Nasen-Ohrenärztin. Das heißt, wir behandeln Patienten mit Traumatherapie. Wir haben im Rahmen von der Covid-19-Erkrankung sehr viele Patienten gehabt, die sich in uns um Hilfe gebeten haben, weil sie sich das Leben nehmen wollten. Aus Angst vor dieser Erkrankung, aus Angst vor der Einsamkeit. Und das darf nicht sein. Das wird mir jeder, glaube ich, recht geben. Und der Grund, warum ich heute hier bin, ist, ich hatte eigentlich gesagt, ich komme heute nicht. Heute ist der 27. September, heute hat mein Vater Geburtstag. Mein Vater ist 1932 geboren, liegt aktuell im Krankenhaus, ist dement und nach meiner Einschätzung und der Einschätzung des Chefarztes wird mein Vater in den nächsten Tagen sterben. Mein Vater darf aber nur von einem Erwachsenen, also älter 18 Jahre, eine Stunde pro Tag einen Besuch kriegen, vorausgesetzt, es ist noch ein Zeitfenster frei. Für mich ist leider kein Zeitfenster frei. Ich habe deswegen Zeit, zu euch zu sprechen. Ein Mensch liegt im Krankenhaus, der 1932 geboren ist, der seine Zeit im Dritten Reich noch erlebt hat und sich daran erinnert und der mir Gott sei Dank erzählt hat, dass man hellhörig werden muss, wenn die Presse alle nur noch dasselbe berichten, dann handelt es sich nämlich nicht mehr um Journalismus, sondern um Propaganda. Und wenn ich gestern mitgeteilt komme, dass Dr. Heiko Schöning, der Gründer der Ärzte für Aufklärung, einer Vereinigung in Deutschland, die mehr als 1000 Ärzte umfasst. Und dieser Dr. Heiko Schöning, auch der Gründer des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses ist, als Gastredner in London auf einer Demonstration geredet hat und anschließend festgenommen wird. Und weder unsere Anwälte noch seine Ehefrau dürfen mit ihm sprechen. Er ist nach wie vor in Haft, zumindest hat er mir noch nicht geantwortet auf die SMS. Dann frage ich mich, was hier falsch läuft. Ist das Demokratie? Ist das freie Meinungsäußerung? Ist das das, was wir wollen? Zwei Kinder sind gestorben, 13 Jahre. Eines hat als Todesursache keine Todesursache drinstehen. Bei dem zweiten Kind steht Herzversagen im Obduktionspapier. Es ist am Dienstag gestorben in Ostfriesland. Ich habe direkten Kontakt dorthin und das ist keine Fake. Also ich weiß nicht, ob es normal ist, dass 13-jährige Kinder tot umfallen. Bisher habe ich das nicht mitbekommen in der Presse und auch nicht in meiner ärztlichen Tätigkeit. Aber jetzt haben wir eine neue Normalität. Wir zwingen Kinder, Masken zu tragen. Und was passiert dabei? Und hier möchte ich auch die Bürger in Uniform bitten zuzuhören, weil ihr seid Eltern. Dieses Tragen einer Maske führt dazu, dass Kohlendioxid, also ein Abgas unserer Lunge, wieder eingeatmet wird. Das führt zu einem Anstieg der Konzentration und die ersten Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und migräneartige Beschwerden und Schwindel. Das geht aber nur über einen gewissen Zeitraum. Danach hat sich der Körper an diese CO2-Konzentration gewöhnt
und die Kinder denken eigentlich, sie wären wieder okay und tragen die Maske weiter. Jetzt wird es fatal. Unser Körper kann sich auf verschiedene Situationen einstellen. Eine von diesen Situationen ist der Anstieg von Kohlendioxid, zum Beispiel, wenn man eine Lungenentzündung hat, Asthma hat, Lungenkrebs hat. Dann akzeptiert unser Körper ein höheres CO2 und dann übernimmt die Niere die Aufgabe der normalen Atmung. Das heißt, die Niere fängt an, gegen diese Säure im Blut gegenzusteuern. Und wenn dann die Maske wieder abgesetzt wird, dann wird auf einmal trotzdem weiter gegengesteuert und dann wird das Blut alkalisch. Das heißt, wir rutschen ganz schnell von einer Azidose, also mit zu viel Säure im Blut, in eine Alkalose. Und das merken wir nicht, aber mit einer Alkalose kann unser Körper nicht umgehen. Und dann fallen wir um, werden bewusstlos und werden tot, weil sich Elektrolyte verschieben. Aber in der Obduktion werdet ihr das nicht sehen, weil ihr hättet vorher eine Blutgasanalyse machen müssen. Und das ist das, was hier mit großer Sicherheit passiert ist. Zumindest besteht die Möglichkeit und das Gegenteil ist nicht bewiesen. 13-jährige Kinder fallen nicht einfach um und sterben. Es sind zwei Stück in einem kleinen Zeitraum und hier besteht Gefahr. Es ist Gefahr im Verzug für unsere Kinder und es ist eine Misshandlung von Schutzbefohlenen, wenn ich als Lehrer diese medizinisch gefährlichen Maßnahmen umsetze. Und diese Sachen werden mit Gefängnis bestraft. Und zwar mindestens 6 Monate beziehungsweise 1 Jahr. Und das Ganze gilt auch bei psychischer Schädigung. Also wenn ich dadurch psychische Schäden hervorrufe, kann das geahndet werden dadurch, dass man bis zu 1 Jahr Zuchthaus kriegt. Das sollten Lehrer wissen. Das sollten Bürger in Uniform wissen. Und ich sage euch noch was. Ihr könnt uns alle gerne gefangen nehmen. Und ihr könnt auch mich gerne abführen. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Weil dann sieht nämlich die Bevölkerung, was hier passiert. Dass ein besorgter Arzt, der sich Sorgen um Kinder macht, der sich Sorgen darum macht, dass Menschen nachweisen müssen, dass sie krank sind, dass ein Arzt, der versucht, gegen diese Maßnahmen vorzugehen und klarzumachen, dass es hier keine zweite Welle gibt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das die Tatsache, dass es keine zweite Welle gibt, sondern es gibt eine Laborpandemie dadurch, dass Testzahlen gesteigert werden. Und es wurde mit den Flugblättern gesagt, ich habe hier Flugblätter mitgebracht, die ihr natürlich heute hier nicht verteilt, aber ihr dürft Flugblätter verteilen in Fußgängerzonen. Das ist absolut okay. Ihr könnt mit Menschen sprechen. Der Verantwortliche im Sinne des Presserechts bin ich. Das steht auf jedem Flugplatz drauf. Und ihr könnt diese Flugblätter bestellen im Internet bei den Freiheitsboten. Die gibt es mittlerweile auch, falls man uns Telegram abschaltet, auch im Internet, wenn man nach Freiheitsboten sucht. Wir haben mittlerweile 125 Ortsgruppen in allen deutschsprachigen Ländern innerhalb von einer Woche organisiert. Wir haben 25.000 Austräger, die wir haben. Wir haben 145 Designer, wir haben 90 Autopolierer. Wir sind Mainstream und wir werden diese Republik pflastern mit Flyern. Darauf können wir euch verlassen und wir wecken das auf. Bis zum Ende dieses Monats weiß jeder, was hier schiefläuft. Und ich fordere die Bürger in Uniform auf, uns sich anzuschließen. Ihr seid unsere Brüder und Schwestern. Ich bin Christ. Und wenn ihr Christen seid, dann macht euch eins klar. Das, was hier im Moment gemacht wird von der Regierung, ist das Unchristlichste, was je passiert ist. Dass Menschen nicht besucht werden dürfen. Ich zähle auf euch und wir sind in der Lage, das zu machen. Und leider hat Angie, wir schaffen das gesagt, aber wir werden das ersetzen, weil wir schaffen das. Und Angie hat es nicht geschafft. Danke, Aschaffenburg. Vielen Dank, Bodo. Ganz kurze Sache, Bodo, der Michael hat auch schon unterschrieben. Würdest du das Rednerpult unterschreiben?
Nochmal einen großen Applaus für ihn, dass er kurzfristig kommen konnte. Ich bin spitze. Vielen Dank, Bodo. Wir müssen euch leider noch mal eine Ansage machen. Ich gebe das Mikrofon noch mal weiter an Herrn Fischer. Wir haben eben gerade mit der Polizei gesprochen und ich muss noch mal sagen, das ist erstmal eine gute Kooperation, wenn die Polizei uns vorher sagt, was eventuell geändert werden soll. Der eine Punkt, der hier noch ist, die Polizei sagt, es fehlen circa 10 Ordner. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, hier Ordner zu sein, aber falls 10 Leute sich zur Verfügung stellen würden, mit einer weißen Binde, wo drauf steht Ordner, durch die Gegend zu laufen und vielleicht von ihr noch ein paar Ansagen dazu zu bekommen, worauf sie achten sollen. Die können ja vielleicht hier hinten zum Wohnmobil kommen und die kriegen eine kleine Einweisung. 10 Menschen, die nicht nur mit Regenschirm stehen sollen, sondern vielleicht noch eine weiße Ordnerbinde tragen. Das ist im Moment das, was wir brauchen. Ich sehe ein paar Leute, die laufen. Wenn es 12 oder 15 oder 20 sind, als her damit. Am Ende tragen wir alle Ordnerbinden. Es ist ja egal, wir haben noch genügend. Also, darüber gehen bitte. Vielen Dank, Applaus für die, die sich zur Verfügung stellen. So, und jetzt kommen wir noch mal zum leidigen Thema Maske. Auch da, alle Leute, die jetzt noch keine Maske tragen, die müssen wissen, dass sie ein aussagekräftiges Attest brauchen. Ich komme ja selber ein bisschen doof vor, dass ich das von hier oben verkünden muss, aber es ist halt so. Wir haben jetzt da hinten gerade ein schönes Gespräch geführt und das ist ein sehr freundliches Gespräch. Macht uns das heute nicht kaputt, indem ihr keine Maske tragt, obwohl ihr kein Attest habt. Setzt die Maske auf, das stört mich ungefähr genauso viel wie euch auch. Aber bitte erhaltet uns diese Veranstaltung, tragt Masken. Und dran denken, bei dem Attest, wer gar kein Attest hat, das wäre ganz schlecht, wenn der dann hier ohne Maske rumläuft. Und im Moment ist die Anzahl derer, die die Maske erstmal nicht getragen haben, noch relativ groß gewesen. Und ich danke erst einmal denen, die eben gerade die Maske rausgeholt haben. Ich habe das von hier aus gesehen. Auch für die Leute mal einen Applaus, die jetzt noch eine Maske aufsetzen. Und an die, die die ganze Zeit schon eine Maske haben, ich setze auch gleich wieder auf. Vielen Dank und wir können weitermachen. Es macht uns allen keinen Spaß. Das wissen wir auch. Und das weiß auch die Polizei. Aber wir sind leider angehalten davon. Ich habe das innerhalb von einer Woche hier organisiert. Und es wäre für mich persönlich unheimlich schade, wenn das abgebrochen werden würde. Weil dann wäre alle Liebesmühe für uns alle. Ich habe es nicht für mich gemacht. Ich mache es für euch alle. Und ich mache es gerne und mit Liebe. Aber bitte seid so lieb. Haltet euch mit mir daran an diese Vorlagen. Vielen lieben Dank. Jetzt habe ich jemanden hier, der war bei mir auch schon in Miltenberg und wollte eigentlich Nina Schaffenburg sprechen. Und er hat gesagt, es ist jetzt Zeit, mir reicht's. Begrüßt mit mir den Olaf. Hallo, Patricia hat es ja schon gesagt, ich bin der Olaf. Ich komme aus der Region Aschaffenburg. Ich wollte eigentlich nie sprechen, weil ich nicht so eine Rampensau bin. Aber es muss sein. Ich habe einfach die Schnauze voll. Ich bin jetzt fast 62 Jahre alt. In den 80ern habe ich gegen Atomkraft gekämpft. Mit der unter anderem der heutigen Führungsriege der Grünen. Die haben damals auch fleißig Steine geschmissen. Damals waren es noch Grüne. Heute haben sie nur noch einen Namen. Wir haben mit Tausenden von Leuten gegen Atomkraft in Brockdorf gekämpft. 1989 habe ich Bürgern aus der DDR vor der Wende zur Flucht in den Westen verholfen. Und ich habe gedacht, jetzt kann ich mich bald mal zur Ruhe setzen. Aber der Kampf geht weiter. Aber diesmal kann ich es nicht alleine. Diesmal brauchen wir uns, ich brauche alle.
Wir brauchen einfach alle. Das ist ein gutes. Klaus, machst du mich mal kurz? Dankeschön. Das ist ein super Stichwort, Olaf. Wir brauchen alle. Wir brauchen nämlich alle Gäste, die hier sind, für Ordner. Alle. Da gibt es keine Diskussion. Holt euch noch ein paar Ordnerbinden ab, dann werden wir ganz, ganz viele Ordner haben, damit es der Polizei reicht, damit wir völlig legal hier durch den Spaziergang gehen. Also noch 20, 30 Gäste wäre total super, wenn ihr das machen würdet, weil das liegt ja in unserem und eurem Interesse. Wir sind ja eins. Deswegen schreiben wir auch über dieses Wir in großen Buchstaben. Holt euch noch ein paar Ordnerbinden. Dankeschön. Und wir hoffen, dass einfach nachher Gott lächelt bei dem Wetter. Sorry, Olaf. Alles gut. Also, helft mir, dass ich mich bald zur Ruhe setzen kann. Wir müssen einfach gravierend was ändern in dieser ehemaligen Demokratie. Wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Ich rede heute nicht von Corona, von Impfpflicht oder von Maske weg. Ich rede heute vom Großen und Ganzen. Ich habe es so satt. Ich möchte meine Freiheit und meine Menschenrechte nicht mehr von minderbefähigten, ideologisierten Berufspolitikern einschränken lassen. Ich möchte nicht mehr gegängelt, gemaßregelt, erpresst oder mit dem Entzug von Freiheitsrechten bedroht werden. Ich will nicht mehr dabei zusehen, wie dieser Staat, der zu Beute einiger tausend Funktionäre, einer Handvoll nicht mehr zu unterscheidenden Parteien geworden ist. Unser Staat, die BRID, die wird hier Stück für Stück vernichtet. Ich will das nicht mehr. Wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern eine vernünftige Welt hinterlassen. Dafür stehe ich hier. Ich will nicht, dass das von mir und Millionen fleißigen anderer erwirtschaftete Steuergeld für Lobbyisten, Ideologen und Betrüger zum Fenster hinausgeworfen wird, um anschließend neue Steuern zu erfinden, damit noch mehr Ideologen und Betrüger befriedigt werden können. Ich will das nicht mehr. Ich fühle mich fremd in einer Gesellschaft, in der die Menschen sich lieber mit Quizshows und TV-Klicks die Zeit vertreiben, anstatt die Handlung einer Politik zu hinterfragen, die nachhaltigen Schaden anrichtet. Ich habe es satt. Was sind das für Eltern, die kommerziell geleiteten Alarmisten auf den Leim gehen und ihre Kinder den Rattenfängern skrupelloser Demokratiefeinde überlassen, welche sich als Nichtregierungsorganisationen tarnen und in Wahrheit Schattenregierungen sind, die niemand wählen, ein bisschen weg, so. Die niemand wählen oder abwählen kann. Wieso akzeptieren so viele Menschen, dass eine halbwüchsige Atomgretel aus Skandinavien durch die Lande zieht und den Regierungen vorschreibt, was sie zu machen haben? Wieso akzeptieren so viele Bürger, dass die Mainstream-Medien mit ihren Lügen und Falschmeldungen ihrem Publikum Sinn und Verstand auszutreiben versuchen? Ich erinnere nur an Berlin, die Straße des 17. Juni, 3500 Meter lang, 60 Meter breit. Dicht an dicht waren die Menschen dort unentwegt am Wandern, 38.000. Uns wird von den Mainstream-Medien so viel Mist vorgegaukelt. Die Wahrheit wird vertuscht, weil unsere Regierung mit der Wahrheit nicht mehr leben kann. Die hat Angst, zu der Wahrheit einzustehen. Wer kann all das zulassen, der selbst Zeiten erlebt hat, in denen Diktaturen auf deutschem Boden herrschten? Und wie soll ich in einem Land leben, das mit einer von Lobbyisten geschmierten Regierung in eine Diktatur abdriftet? Wo ist denn unsere Demokratie geblieben? Ohne Opposition. Die Rede ist immer von Neuwahlen. Was bringen denn Neuwahlen? Scheißdreck bringen die uns. Leichtes Stühlerücken,
neue fette Ärschen auf den 15.000 Euro dotierten Stühlen, die nichts auf die Reihe bringen, sich die Taschen vollstopfen und sich von der Industrie bestechen lassen. Das ist unsere Demokratie. Ist es das, was uns hilft, Deutschland mit seinen ursprünglichen Werten zu retten oder in ein schönes Deutschland zurückzuführen? Die Scheinkrisen, klimawandelnder Weltuntergang, demokratiegefährdender Massenrassismus und eine alles vernichtende Viruspandemie. Dabei begreift ein großer Teil der Bürger durchaus, was sich in Deutschland abspielt. Viele haben es verstanden, aber keiner kriegt den Arsch vom Sofa hoch. Sie erkennen die Widersprüche, Ungerechtigkeiten, Verzerrungen und Täuschungen. Sie wissen, dass viele Gesetze von Wirtschaftslobbyisten geschrieben und von Erfüllungsgehilfen durch die Parlamente gepeitscht werden. Sie erleben, dass ein Millionenherr neuer Deutscher uns selbst in unserem Land zu Bürgern zweiter Klasse deklassiert. Wir sehen, wie die Berufspolitik Krisen inszeniert, vom klimawandelnden Weltuntergang über den demokratiegefährdenden Massenrassismus bis zur alles vernichtenden Viruspandemie. Ja, die vernichten alles. Die Pandemie ist nur vorgegaukelt, dass der Deckmantel für das gescheiterte Finanzsystem, damit man hinterher erklären kann, die Pandemie, der Coronavirus 19, 20, 21, welche noch alle kommen mögen, die haben die Wirtschaft kaputt gemacht. Nein, die haben nicht die Eier dazu zu stehen, dass sie selbst gescheitert sind. Dass es eine Klimaänderung, Rassisten und Viren gibt, das bezweifelt keiner. Ich auch nicht, das wissen wir alle. Es gibt Klimaänderungen. Es gibt leider auch Rassisten, ja. Seht euch an, wie sich die Regierenden einen feuchten Kehricht um die wirklichen Krisen kümmern. Wie sie dieses bewusst bagatellisieren oder eine Pandemie vortäuschen, um uns in Angst zu halten, in Angst und Schrecken. Meine Frau hat eine Erkältung, sie macht gerade eine Fortbildung. Sie traut sich nicht dahin zu gehen, weil sie Angst hat. Alle sagen, sie hätte Corona. Sie hat auf der Straße einmal gehustet, da hat ein Mann sofort die Straßenseite gewechselt. Diese Angst wurde uns mittlerweile eingetrichtert. Ich habe die Schnauze voll. Ob staatsgefährdender Linksextremismus, importierter Hass und Antisemitismus oder millionenfacher Sozialtourismus, der sämtliche Finanzierungstöpfe anzapft, die einst zur Linderung echter Not angelegt worden waren. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass die Nachkriegsgeneration, die unseren Wohlstand, in dem wir heute leben, aufgebaut haben. Ich kann sagen, meine Eltern haben es getan. Ich bin über 60, die haben es getan. Die müssen heute Dosen sammeln, damit sie Geld fürs Abendbrot haben. Und sie wissen nicht, ob es morgen noch was zu essen gibt. Ich will das so nicht. Keiner will das so. Das haben die nicht verdient. Selbst die, die nicht wirklich durchschauen, was gespielt wird, verspüren ein Unwohlsein, ein dumpfes Gefühl, dass irgendwas falsch läuft, ohne dass sie es benennen können. In Deutschland, ist meine Meinung, funktioniert nur noch der Teil der Verwaltung, der dazu dient, die Rechtschaffenden abzukassieren. Mehr funktioniert hier nicht mehr. In Kürze kommt noch eine Maskensteuer. Doppelter Satz für die Attestträger wahrscheinlich. Zum Kotzen. Dabei liegen viele Lösungen auf der Hand. Wollte man die Demokratie wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Anfangen müsste alles mit der rigorosen Beschränkung der Parteienmacht. Da dies aber nur der Bundestag kann und aus allzu offensichtlichen Gründen nicht tun wird, stellt sich allmählich die Frage, ab welchem Zeitpunkt eine Notstandsregierung zur grundlegenden Demokratieerneuerung eingesetzt werden müsste. Selbstverständlich ohne Beteiligung der Berufspolitik, die ja Grund und Auslöser der Demokratiekrise ist. Natürlich wird das nicht passieren, denn die Parteien werden ihre gewieftesten Staatsrechtler und Juristen als Bollwerk vor die eigene Entmachtung stellen.
Nur ein Krieg oder eine wirkliche Seuche, also nicht so ein Infektionstheater à la Corona, könnte dafür sorgen, aus den Trümmern der Gesellschaft eine demokratische, neue, schöne Welt zu schaffen, zum Wohl der Mehrheitsgesellschaft. Ich kann kotzen. Statt... Ja. Ich lebe das, was ich hier sage. Ich habe das im Bauch. Und das Wohl der Mehrheitsgesellschaft im Blick hat, statt es vor allem jenen zurechtmachen, die gerade nicht sicher sind, welches Geschlecht sie heute haben, oder denen gefallen zu wollen, die schon durch die pure Existenz motorisierter Fortbewegungsmittel aus ihrem seelischen Gleichgewicht geworfen werden. Doch welcher Vernünftige wollte sich so viel Tod und Zerstörung wünschen? Rettung ist also nicht in Sicht. Ich halte Deutschland für einen gescheiterten Staat, eben nur noch der Teil der Verwaltung funktioniert, der dazu dient, die verbliebenen Rechtschaffenden abzukassieren. Deutschland ist verloren, weil seine Bürger es wollen und zulassen. Eine Mehrheit glaubt an den Sozialismus, versteht einfachste politische und wirtschaftliche Zusammenhänge nicht und hat nicht die blasseste Ahnung vom diabolischen Treiben des Parteienstaates. Es gibt aber auch einen Weg zur Lösung. Mit dem Weg können wir uns im ganzen Mist hier befreien, der uns den Atem nimmt. Wir haben die Möglichkeit, dafür brauchen wir aber die Mehrheit, darum brauchen wir alle. Wenn wir mit den Alliierten, die uns immer noch besetzen, einen Friedensvertrag schließen, dann haben wir den Effekt vom Grimmschen Märchen, 7 auf 1 Streich. Da ist die Pandemie weg, da ist das Parteiengeklünkel weg, da haben wir eine volksnahe Demokratie, dann haben wir Gesetze zum Wohle des deutschen Volkes, dann haben wir wieder Deutschland und nicht die bunte Republik, die uns verarscht nach Strich und Faden. Dann ist Deutschland nicht mehr das Sozialamt von Europa. Wie hat Trump gesagt, America first. Ich sage, zu Deutschland zuerst. Wir haben dann eine Gesetzgebung, die für das Volk erstellt wurde. Wir brauchen eine volksnahe Demokratie. Schluss mit dem Status Berufspolitiker. Persönliche Haftung der Regierenden. Zurzeit bekommen wir alle 4 Jahre für einen Tag eine Stimme, unser Menschenrecht. Ist der Tag vorbei um 18 Uhr, klack, da haben wir keine Rechte mehr. Da können wir nur noch die nächsten vier Jahre zuschauen, was die Gewählten machen, was wir nicht wollen. Die nächsten 4 Jahre ertragen, was die Industrie unserer Regierung vorgibt und dieses uns als sinnvolle Maßnahmen zu vermitteln versucht. Mit mir nicht mehr. Ich mache das nicht mehr mit. Ich habe einen Hinweis für euch. Merkt euch bitte. www.deutschlandwilldenfriedensvertrag.org. Da findet ihr eine Petition. Wenn wir 1,5 Millionen Stimmen haben, dann können wir den ganzen Scheißladen hier kippen. Dann brauchen wir nicht mehr stehen und reden, dann können wir in die Sauna gehen. Ruft diese Seite auf, gebt eure Stimme ab. Ich appelliere an euch, ich bitte euch darum. Dann haben wir ein friedliches Land, in dem alle versorgt werden. Dann haben auch die Trümmerfrauen genug zu essen. Nun noch ein Wort zum Abschluss, worüber mal alle nachdenken sollten und es sich verinnerlichen sollten. Wer die Zukunft verändern will, der muss die Vergangenheit verstehen. Danke. Vielen Dank, Olaf. Schön, dass du da warst, schön, dass du wieder runtergehst. Abstand halten, ja. Und ich weise noch darauf hin, gestern in Mainz hat der Veranstaltungsleiter eine Anzeige bekommen von der Polizei, weil das Mikrofon zwischen den Sprechern nicht desinfiziert wurde. Ja, da fehlen mir die Worte, es tut mir leid. Ganz kurz nur zur Information, nicht, dass er erschreckt. Da wir viele Unkosten haben,
wenn jetzt ein paar Leute mit Spendenboxen rumlaufen. Es wäre schön, wenn ihr eine Kleinigkeit reinschmeißt. Ja, ich kann es nicht alleine finanzieren und wir wollen noch weitere Kundgebungen machen, wo ihr dann alle hoffentlich auch wieder kommt. Vielen Dank. So, ich habe jetzt mittlerweile ein eigenes Mikrofon, ich bin ja auch nicht blöd. Also, wir haben jetzt zwei Mikrofone, die wir hier nutzen. Und ich wollte nur einen kurzen Zwischenstandsbericht geben. Wir haben circa 30 neue Ordner. Applaus für die Ordner. Und ich wäre dann der 31., weil ich habe mir gedacht, ich laufe ja eh überall rum, dann kann ich auch Ordner machen. Nur, das geht halt nicht von hier hinten. Aber hier hinterm Campingbus, Ansage auch an die Polizei, ich habe es als Kommunikationsteam schon weitergegeben, wir haben jetzt eine Überanzahl an Ordnern. Und wer immer möchte, falls noch mehr kommen, ich kann noch ein paar Leute hinten einweisen, ist ja ein interessanter Job, man kriegt ein bisschen mit, was rechtlich drumherum so läuft. So, kann man ja dann auch nach draußen tragen. Das andere, nochmal, wir haben im Moment das Problem, dass auch einige Ordner ohne Maske rumlaufen. Das ist natürlich genauso wie einer, der nur ein normaler Versammlungsteilnehmer ist, grundsätzlich zulässig, wenn er ein Attest hat, das diesem Beschluss von 16.09. des Verwaltungsgerichts Würzburgs entspricht, also aussagekräftig ist. Aber an alle Ordner, die keine Maske tragen, nochmal deutlich in sich gehen, gucken, dass man auch eine Maske zu tragen hat. Vielleicht gerade als Ordner und gerade in der Rolle der Vorbildfunktion. Ansonsten im Moment gute Kommunikation mit der Polizei. Können wir gerne auch nochmal einen Applaus an die Polizei machen. Vielen Dank. Mir gefällt dieser direkte Austausch mit der Polizei. Das möchte ich mal ausdrücklich so sagen. Die machen ja auch ihren Job. Und das läuft hier in Aschaffenburg bisher gut. Danke. So, als nächstes habe ich einen kleinen Beitrag für euch. Schaut ihn euch bitte an, hört gut zu und dann sehen wir uns wieder. Mein Name ist Margareta Gries-Bresson. Ich bin Neurologin mit Gutachterpraxis in Mülheim in Deutschland und neurologischer Praxis in London. Corona hat sich als mittelschwere Grippe entpuppt und die Maßnahmen als absolute Katastrophe auf jeder Ebene. Frau Merkel, eine Impfung ist nicht eine Weihnachtsgans, die man zu Ostern bestellt, damit man sie zu Weihnachten geliefert bekommt. Wer trägt die Verantwortung für dieses Verbrechen? Bitte überlassen Sie die Gesundheit Ihres Volkes den Ärzten. Wie kann ein Tierarzt, ein Laborvirologe, ein Softwarevertreiber, ein Kaufmann, ein Elektroautohersteller, eine Physikerin über die Gesundheit eines gesamten Volkes entscheiden? Mach auf, Deutschland. Es geht nicht um Masken. Es geht nicht um Viren. Und es geht sicherlich nicht um Ihre Gesundheit. Es geht um viel, viel mehr. Ich mache nicht mit. Ich habe keine Angst vor Merkel. Ich komme aus Rumänien. Ich habe Ceausescu überlebt. Nichts gemacht, ausnahmsweise aber nicht. Ich habe gar nichts angefasst. Klaus? Unsere Ausatmenluft. Ist ja gut, dass Klaus da ist. Oder Durchrückatmung, unsere Ausatmenluft, entsteht unvermeidbar Sauerstoffmangel und eine Kohlendioxidüberflutung. Durch chronischen Sauerstoffmangel jedoch oder bei chronischem Sauerstoffmangel verschwinden diese Symptome. Sie gewöhnen sich daran, während Sie denken, Sie hätten sich an Ihre Maske und an Ihre eigene Ausatmenluft gewöhnt, laufen die degenerativen Prozesse in Ihrem Gehirn, verstärkt durch den Sauerstoffmangel,
ungeachtet weiter. Einem kindlichen oder jugendlichen Gehirn Sauerstoff zu rauben oder auch nur einzuschränken, ist nicht nur gesundheitsgefährdend, ist absolute kriminell. Sauerstoffmangel hemmt die Entwicklung des Gehirns und der dadurch entstandene Schaden kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Kind braucht das Gehirn zum Lernen und das Gehirn braucht Sauerstoff zum Funktionieren. Dafür brauchen wir keine klinische Studie. Das ist einfache, simple, aber indiskutable Physiologie. Wenn in 10 Jahren die Demenzerkrankungen exponentiell ansteigen und die junge Generation ihr gottgegebenes Potenzial nicht erreichen konnte, hilft es nichts zu sagen, wir hätten die Masken nicht gebraucht. Und wie sieht es mit der segensreichen Impfung aus? Frau Merkel sagt, die Pandemie ist zu Ende, wenn ein wirksamer Impfstoff vorliegt. Frau Merkel, was wissen Sie von Viren und von Impfungen? Haben Sie schon je Eltern in die Augen gesehen, die ein behindertes Kind haben? Und die ihnen Bilder zeigen, wie dieses Kind ausgesehen hat, bevor es die Impfung bekommen hat? Nein, das haben sie nicht. Wir Gutachtenärzte bekommen solche Bilder ständig zu sehen. Und es gibt nichts auf dieser Welt, womit wir diesen Eltern ihre Kinder zurückgeben können. Haben Sie eine Vorstellung, was für lebenslanger Schmerz dies ist für die Eltern? Die anfänglich fehlende Evidenz der Wirksamkeit dieser Maßnahmen hat sich nun zur klaren Evidenz der Unwirksamkeit und der Nichtwirksamkeit herausgestellt. Und trotzdem geht der Wahn weiter. Ich habe mein praktisches Jahr auf Hawaii gemacht, meine Facharztausbildung in New York. Und alles, was ich heute habe und bin, verdanke ich Deutschland. Wenn ich heute zu Demonstrationen gehe, stehe ich stellvertretend für die, die heute jung sind und vielleicht Angst haben, wie ich damals. Bitte haben Sie keine Illusion, dass die Finanzdiktatur, die uns jetzt bevorsteht, Ihnen auch nur im Entferntesten etwas Ähnliches bieten wird. Wie Sie merken, nehmen Sie uns bereits die Luft zum Atmen. Das Gebot der Stunde ist Eigenverantwortung. Wir sind verantwortlich für das, was wir denken, nicht die Medien. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, nicht unser Chef. Wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit, nicht die WHO. Und wir sind verantwortlich für das, was in unserem Land geschieht. Nicht unsere Regierung. Wach auf, Deutschland. Du bist ein so wunderbares Land. Ein so wunderbares Volk. Ich habe gerade erfahren, das Video wurde heute Morgen von YouTube gelöscht. Ich stelle es wieder rein. Also im Telegram-Kanal Querdenken 9371-Mittenberg werden wir es wieder reinstellen. Oder auf der Verlinkung, wie angegeben, werdet ihr das auch finden. So, oder auf dem Livestream oder die Leute, die es filmen.
Also wir werden viele Möglichkeiten finden, dass das Video wieder online geht. So, nachdem ihr so schön zugehört habt, möchte ich euch was auf die Ohren drauf geben. Wir haben heute den Daniel da, einige kennen ihn von Berlin, einige von Miltenberg. Er ist eine verdammt coole Socke. Magst du hochkommen? Daniel, guck. Hätte nur noch der Kaffee gefehlt. Also, viel Spaß mit Daniel. Hallo Aschaffenburg. Ich bin das erste Mal hier in Aschaffenburg. Eine wundervolle Stadt. Ich bin ja so begeistert von Franken. Ich versuche jetzt auch Fränkisch zu lernen, aber das geht noch nicht so schnell. Da müsst ihr ein bisschen Rücksicht auf mich haben. Aber ich habe schon mal das R-Rollen heute Morgen zu Hause gelernt. Ist es richtig? So, ich danke euch. So, jetzt haben wir hier ein kleines technisches Problem, ganz kurz. Ja, bitte, aber wir haben ich sollte eigentlich über die iBox gehen, aber jetzt gehen wir über den Michael. Ist das okay? Also über den Computer. Wo ist die Technik? Kann ich mal kurz ein Okay von der Technik bekommen? So. Wir spielen schon mal das Playback, ja? So, also, ich habe eine kurze Geschichte. Ich habe ein Lied geschrieben, als ich am 1.8. in Berlin war und ich habe unsere Gegendemonstranten gesehen. Und unsere Gegendemonstranten waren ja nicht ganz so nett, möchte ich mal sagen, und haben böse Gesten zu uns gemacht. Und daraufhin habe ich ein Lied geschrieben, das heißt Liebeslied an die Antifa. Und ich habe es letzte Woche Sonntag auch für die Antifa spielen können, für unsere Gegendemonstranten in Düsseldorf. Und es war richtig schön. Und heute möchte ich euch dieses Lied einmal präsentieren. Ihr dürft natürlich gerne klatschen und wenn es geht, durch die Mundschütze auch singen, weil die Aerosole werden ja aufgehalten, habe ich gehört. Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Wen steht ihr an der Seite? Lauter gesichtslose Leute, die Augen voller Hass und Wut. Den Mittelfinger zeigen, das könnt ihr gut. Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Pass auf, jetzt kommt euer Teil. Wenn ich winken sage, winkt ihr mal schön für die Kameras. Und wenn ich Liebe sage, zeigt ihr mal alle Herzchen. Schaffen wir das? Voller Freude winken wir zurück. Dankeschön! Wünschen euch Liebe und ganz viel Glück. Macht den Fernseher aus, schmeißt ihn raus. Schalt dein Hirn an und steh auf. Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Macht den Fernseher aus, schmeißt ihn raus. Schalt dein Hirn an und steh auf! Warum beschimpft ihr uns und nennt uns Nazis? Was haben wir euch denn angetan? Was haben wir euch denn angetan? Was haben wir euch denn angetan? Oh yeah!
Dankeschön, Aschaffenburg. Ich mache gleich noch einen, wenn ihr einen hören wollt. Auf jeden Fall, ich höre da hinten Zugabe. Aber jetzt haben wir erstmal die Patricia. Wollt ihr jetzt noch einen? Ja. Jetzt oder später? Jetzt? Okay, dann kommen wir nochmal. Das ist ein Coversong. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist von Bob Marley. Oh, ups, jetzt hatte ich ein bisschen mehr Feedback. No corona, no cry. No corona, no cry. No corona, no cry. No corona, no cry. Yeah. Said I remember when we used to sit down here in Aschaffenburg, over for seven, the hypocrites, they would mingle with the good people we meet. Oh yeah, good friends we had, oh good friends we lost all along the way. Yeah, in this bright future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Yeah. No corona, no cry. Oh, yeah. No corona, no cry. Yeah, louder, geil. Nochmal. No corona, no cry. Oh, yeah, dear. No corona. Sehr gut. Said I remember when we used to sit here down in Aschaffenburg, and when Georgie would make a fire light as it would, love would burn in through the night. Oh yeah, then we would cook cornmeal porridge, of which I'd share with you. Yeah. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But what I'm gonna mean, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No corona, no cry. No, no corona, no corona, no cry. Yeah. No corona, no cry. Oh, yeah. Cry. Jetzt will ich euch nochmal an. Sehr unfair habt ihr das gemacht, aber es geht noch lauter. No corona, no cry. No corona, no cry. Dankeschön, Aschaffenburg. Danke, Daniel. So, junger Mann, ich habe auch eins. Kannst das haben. Wir müssen leider wieder mal eine Durchsage machen. Mir haut es die Zeit komplett raus, weil wir wollten ja eigentlich schon ein bisschen spazieren gehen, aber bitteschön. Ja. Gut, also wir haben ja das Problem mit diesem noch relativ neuen Beschluss des VG Würzburg. Und im Hinblick darauf habe ich die Polizei mal gefragt, wenn jetzt einer Probleme hat mit seinem Attest und schon weiß, da ist keine Diagnose drin. Wenn er die Versammlungsfläche verlässt, jenseits dieses geteerten Weges da, endet die Gesamtversammlungsfläche. Wir dürfen keine Parallelversammlung da hinten machen. Ich hoffe, es ist okay.
was ich hier sage, aber die Idee ist einfach, man kann zuhören, auch ohne, dass man direkt auf der Versammlungsfläche steht. Wenn also einer eine Bedenken hat mit seinem Attest, bevor er Probleme bekommt, Platzverweise, Ähnliches, dann geht er da drüben in diese Ecke. Das kann ich so sagen. Ich sage nur, es ist besser, als hier vom Platz geschmissen zu werden. Das ist jetzt meine Meinung. Ich sage aber auch, wir sind auf einem guten Weg immer noch. Ja? Also vielen Dank dafür. So. Wir hatten ja vor einigen Wochen in Dortmund eine größere Kundgebung. Und da hat das erste Mal jemand gesprochen, der mir mittlerweile extrem am Herz liegt. Das ist ein ganz toller Mensch. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch. Er war mal bei der Polizei. Ich begrüße recht herzlich, mit vollem Herzen, den Michael Fritsch, der heute extra hergekommen ist und Bogen gefahren ist, damit er hier sein kann. Michael, das ist dein Applaus. Ganz lieben Dank, liebe Herzmenschen. Es ist schön, in dieser traurigen Zeit mal wieder Menschen singen und tanzen zu sehen. Die meisten gucken betreten oder betroffen zum Boden und wissen eigentlich gar nicht, was hier mit uns oder mit ihnen passiert. Nichtsdestotrotz sollten wir den Ernst der Lage nicht verkennen. Und das, was der Bodo Schiffmann über die beiden getöteten Kinder gesagt hat, ist nicht nur unfassbar, das macht mich auch wütend und traurig. Und ich möchte euch bitten, an dieser Stelle mit den herzlichsten Grüßen und der aufrichtigsten Anteilnahme für die Eltern, die Angehörigen und die Freunde von diesen beiden Kindern einen Moment der Stille einzuhalten und auf eure Herzen zu gehen. Vielen Dank. Ja, einige halten mir vor, dass ich nicht frei reden kann. Ich kann das schon, wenn ich das möchte, aber ich habe wieder mal einen Zettel mitgebracht, weil ich mir immer versuche, was Neues für euch auszudenken und nicht immer das Gleiche zu erzählen. Was ist eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt dazu: Sie ist die Bezeichnung für die obersten Grundwerte der Demokratie in Deutschland. In unserer Verfassung wird zweimal der Begriff freiheitlich-demokratische Grundordnung verwendet, im Artikel 18 und 21 des Grundgesetzes. Damit ist die demokratische Ordnung in Deutschland gemeint, in der demokratische Prinzipien, und die stehen im Artikel 20, und oberste Grundwerte gelten, die unantastbar sind. Allen voran gehört dazu die Würde des einzelnen Menschen aus Artikel 1, und diese Würde ist wirklich unantastbar. In der deutschen Demokratie herrschen Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz. Eine Diktatur ist ausgeschlossen. In regelmäßigen allgemeinen Wahlen bestimmt das Volk selbst, wer es regieren soll. Dabei hat es die Auswahl zwischen konkurrierenden Parteien. Wer die Mehrheit der Wählerstimmen erhält, der regiert anschließend, aber immer nur für einen bestimmten Zeitraum, denn Demokratie ist eine Herrschaft auf Zeit. Eine Partei, die einmal am Ruder ist, muss wieder abgewählt werden können. Zitat Ende. Als grundlegende Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hat das Bundesverfassungsgericht genannt, und ich führe das jetzt auf, Zitat: Achtung vor dem Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit, auf Leben und freie Entfaltung. Die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht
auf verfassungsmäßige Ausübung einer Opposition. Zitat Ende. Mit etwas anderen Worten, aber mit identischem Inhalt, steht das auch auf der Seite des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich stelle mir dazu folgende Fragen. Werden die garantierten Grund- und Menschenrechte geachtet, wenn trotz widerlegter Behauptungen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Grundrechte massiv beschränkt oder aufgehoben werden? Haben wir die in der Verfassung vorgesehene Volkssouveränität oder missbrauchen noch gewählte Volksvertreter ihre Position, um gegen das Volk zu regieren? Haben wir eine funktionierende Gewaltenteilung, wenn Staatsanwaltschaften und Polizeiführungen als Exekutive den politischen Weisungen der Legislative unterliegen? Handelt die Regierung verantwortlich? Wenn ja, wer trägt die Verantwortung, wofür? Und warum ist die Haftung für politische Fehlentscheidungen ausgeschlossen? Beachten die Verwaltungen gültige Gesetze, wenn Grundrechte durch einfache Verordnungen für alle Menschen beschränkt oder aufgehoben werden, um nur einige wenige zu schützen? Sind unsere Gerichte wirklich unabhängig oder werden Führungspositionen nach politischen Gesichtspunkten besetzt? Gibt es auf Regierungsebene noch das Mehrparteienprinzip oder haben wir mittlerweile eine bunte Einheitspartei oder zumindest eine einheitliche Parteienmeinung und damit verbunden, besteht tatsächlich die Chancengleichheit für politische Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Ausübung einer Opposition? Das sind die Fragen, die ich mir dazu stelle. Diejenigen, die seit einiger Zeit und verstärkt seit den Beschränkungen und teilweise Aufhebungen von Grundrechten, die mit Corona begründet werden, auf die Straße gehen, habe ich als absolut friedliche Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und allen Altersklassen wahrgenommen. Sie sind ein Querschnitt der deutschen Bevölkerung. Und ich habe auch Menschen getroffen und gesprochen, die Deutschland als ihre neue Heimat angenommen haben. All diese Menschen nehmen ihr garantiertes Grundrecht auf die Freiheit ihrer Meinungsäußerung in Anspruch. Sie äußern ihre berechtigten Zweifel und stellen öffentlich Fragen an die Regierenden. Und was bekommen sie anstelle von Antworten? Alle kritisch und andersdenkenden Menschen werden von den Politikern unter Zuhilfenahme der öffentlich-rechtlichen Medien derzeit unisono als Rechtsradikale, Reichsbürger, Antisemiten, verschwurbelte Verschwörungstheoretiker, Esoteriker und mit noch vielen weiteren Abwertungen und Stigmen bezeichnet. Die politisch Verantwortlichen begründen ihre Entscheidungen mit angeblich wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnissen über den neuen Feind Covid-19. Die politisch Verantwortlichen lassen dabei aber ausschließlich Aussagen einiger weniger Wissenschaftler zu, die seltsamerweise ohne Ausnahme regierungsfreundlich sind. Die politisch Verantwortlichen diskreditieren wieder unter Zuhilfenahme der angeblich neutralen öffentlich-rechtlichen Medien anerkannte Wissenschaftler mit anderen Meinungen oder Erkenntnissen. Wissenschaft heißt so, weil sie Wissenschaft. Und das ist so, weil sie sich offen und ernsthaft mit Fakten und Theorien auseinandersetzt. Forschung bedeutet auch, dass sie gewonnene neue Erkenntnisse den Tatsachen anpassen, an Tatsachen anpassen und nicht umgekehrt. Und da wundern sich die Verantwortlichen der Politik und Medien allen Ernstes noch, warum immer mehr Menschen Antworten auf ihre berechtigten Fragen einfordern und sie ihren Unmut öffentlich zum Ausdruck bringen über diese Willkür. Warum denken die gewählten Volksvertreter, dass sie uns als Volk weiter vertreten können, weil es ja auch lange geklappt hat und weil wir uns das viel zu lange Zeit haben gefallen lassen? Am Ende meiner Rede in Leipzig letzte Woche ging ein ganz wichtiges Zitat wegen eines Stromausfalls unter. Ich möchte dieses hier wiederholen. Es stammt von Friedrich Schiller, dem 1782 die französische Ehrenbürgerschaft und zusätzlich die französische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, in Würdigung seines in Paris aufgeführten Dramas Die Räuber, das als Freiheitskampf gegen die Tyrannei verstanden wurde. Er sagte: Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Thank you.
Lasst uns endlich aufhören zu kriechen. Lasst uns endlich aufstehen und nach viel zu langer Zeit der Spaltung gemeinsam und friedlich unsere Gesellschaft und Zukunft so gestalten, wie es sich gehört. Die allen Menschen würdig ist. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Schon längst überfällig ist auch, dass wir den Artikel 146 des Grundgesetzes umsetzen, denn dort steht: Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen ist. Zitat Ende. Wer mich mit dieser Forderung als Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bezeichnet, der hat weder das Grundgesetz noch das Leben verstanden. Zum Grundgesetz sagte einer der Väter des Grundgesetzes, der große deutsche Sozialdemokrat Carlo Schmitt, in seiner Rede am 8. September 1948, ich zitiere: Wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Ende des Zitats. Wer das bislang noch nicht getan hat, dem empfehle ich, sich dringend beispielhaft mit folgenden Themen auseinanderzusetzen. Und zwar mit der deutschen Geschichte, insbesondere mit der Geschichte Preußens, dem Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit, dem Unterschied zwischen Person und Mensch, dem Unterschied zwischen Menschenrecht, Bürgerrecht und Handelsrecht, dem 2+4-Vertrag, einem Friedensvertrag für Deutschland und zu allen Themen, die man in diesem Zusammenhang sonst noch finden wird. Aus meiner Sicht gibt es in vielen Bereichen einen erheblichen Optimierungsbedarf. Ich weiß nur, dass ab sofort der Mensch als freies Individuum wieder in den Vordergrund stehen muss und nicht ein ausbeuterisches Geldsystem. In einem Steuerungssystem, das nur für wenige und nicht für alle funktioniert, einzelne Teile auszutauschen, erscheint wenig intelligent zu sein. Wäre es da nicht besser, mal über ein neues Steuerungssystem nachzudenken? Einige Stimmen behaupten sogar, dass Deutschland der Schlüssel zum Weltfrieden ist. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass ich sehr gern zitiere. Das mache ich nicht, weil ich zu faul bin, mir eigene Gedanken zu machen. Aber es gibt und gab schon so viele kluge Köpfe, die mit ihrem Wissen und ihren Gedanken dazu beitragen, dass ich jeden Tag lerne, Dinge besser zu verstehen. Gestattet mir ein letztes, schon sehr altes Zitat, das ich im Internet auf der Seite falschzitate.blogspot.com fand. Ich zitiere: Der folgende Absatz spielt vielleicht auf Hyperions Brief »So kam ich unter die Deutschen« von Friedrich Hölderlin an. Josef Goebbels: Napoleons Proklamation an die Völker Europas vor seinem Abzug auf die Insel Elba 1814. Gegen Deutschland habe ich vor allem zuerst den Blick gewendet. Ein Volk ohne Vaterland, eine Verfassung ohne Einheit, Fürsten ohne Charakter und Gesinnung, ein Adel ohne Stolz und Kraft. Das alles musste leichte Beute mir versprechen. Seit Jahrhunderten nicht verteidigt und doch in Anspruch nicht genommen. Voll Soldaten und ohne Heer, Untertanen und kein Regiment, so lag es von alter Trägheit einzig nur gehalten. Zwiespalt durfte ich nicht stiften unter ihnen, denn die Einigkeit
war aus ihrer Mitte längst gewichen. Nur meine Netze durfte ich stellen und sie liefen mir wie scheues Wild von selbst hinein. Ihre Ehre habe ich ihnen weggenommen und der meinen sind sie darauf treuherzig nachgelaufen. Untereinander haben sie sich erwürgt und glaubten noch, redlich ihre Pflicht zu tun. Leichtgläubiger ist kein Volk gewesen und töricht toller kein anderes auf Erden. Aberglauben haben sie mit mir getrieben. Und als ich sie unter meinem Fuß zertrat, mit verhasster Gutmütigkeit mich als ihren Abgott noch verehrt. Als ich sie mit Peitschen schlug und ihr Land zum Tummelplatz des ewigen Kriegs gemacht, haben ihre Dichter als den Friedensstifter mich besungen. Die törichte Missgunst, womit sie sich untereinander eingefeindet, habe ich zu meinem Gewinste wohl gehegt. Immer haben sie mehr Verbitterung gegeneinander als gegen den wahren Feind. Affen sind sie seit lange schon gewesen und so haben sie auch meine Größe nachgeäfft. Vielen Dank. Ja, er könnte uns ein bisschen länger klatschen. Er hat eine Menge schon hier geleistet und bewegt, der Michael. Ihr wisst ja, die guten Leute heißen alle Michael mit Vornamen, ne? Patricia! Du kannst das selber sagen. Ja, also vorhin wurde gesagt, dass ich ein Polizist war. Ich bin noch im Dienst, ich bin suspendiert. Das heißt, ich darf zurzeit nicht arbeiten. Gegen mich laufen Ermittlungen und mein Geld kriege ich jetzt weiter. Das hört sich erstmal komisch an, ist aber so. Was dabei rauskommt, weiß ich noch nicht. Aber ich sehe positiv in die Zukunft. Ich hoffe, ihr auch. Sonst wären wir nicht hier, ist das richtig? So, wer ist jetzt eigentlich dran, Patricia? Ich bin dann auch wieder da. Ja. So, Holger hat das hoffentlich hingekriegt. Holger, hast du es hingekriegt? Er kann heute leider nicht hier sein. Er hat uns aber eine kleine Botschaft geschickt. Ich musste nur ein bisschen schmunzeln, wie ich es mir angeguckt habe. Nehmen Sie mich übel, Michael Ballweg. Er sagt morgen, weil er es gestern aufgenommen hat. Er meint aber heute. Mats ab. Okay, warte. Sieht gut aus. Hallo Aschaffenburg, hier ist Michael von Querdenken 711. Ich wünsche euch viel Erfolg für eure Demo morgen und schöne Grüße an die Patricia aus Miltenberg, die euch da tatkräftig unterstützt und auch an die Luftunterstützung aus Aschaffenburg, die uns tolle Bilder gemacht hat am 29.08. in Berlin. Viel Erfolg bei eurer Demo und viele Grüße. Bis dann. Tschüss. Wir spielen es nochmal ab, weil es zu leise war, falls ihr den Anfang nicht gehört habt. Gleiten, Pech und Pannen. Hallo Aschaffenburg, hier ist Michael von Querdenken 711. Ich wünsche euch viel Erfolg für eure Demo morgen und schöne Grüße an die Patricia aus Miltenberg, die euch da tatkräftig unterstützt und auch an die Luftunterstützung aus Aschaffenburg, die uns tolle Bilder gemacht hat am 29.08. in Berlin. Viel Erfolg bei eurer Demo und viele Grüße. Bis dann. Tschüss. So, hat sie da verstanden, auch da hinten? Ich höre euch nicht da hinten. Seid ihr am Schlafen? Ah, okay. Was ich ganz wichtig finde und was momentan noch viel zu wenig in die Öffentlichkeit getreten wird, sind Eltern stehen auf. Ich habe heute zwei Väter, eine Mutter und einen kleinen jungen Mann und die möchten euch gerne was erzählen dazu. Begrüßt recht herzlich, Eltern stehen auf. Ja, hallo Aschaffenburg. Ich komme eigentlich aus der Nachbarschaft, aus Schweinfurt. Mein Name ist Marco Kister. Ich stehe hier für Eltern stehen auf. Ich bin weder rechts noch links. Ich bin einfach aus eurer Mitte. Ich bin ein Vater, ein Elternteil aus der Mitte in diesem Land. Eltern stehen auf.
ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Rechte der Eltern und ganz insbesondere für die Kinder einsetzt. Ich möchte erstmal die Frage stellen, wie kann es überhaupt passieren in diesem Land, dass dieses Land so schnell so wirr wird? Man hat das Gefühl, alle haben aufgehört zu denken. Ja? Und die Antwort findet man von unserer eigenen Regierung geschrieben in dem sogenannten Strategiepapier. Und wer das noch nicht kennt, der sollte bitte Seite 13 mal ganz genau angucken. Da drin sind, das haben Psychopathen verfasst, die das geschrieben haben. Hier wird den Menschen Angst und Lüge in den Kopf getrichtert über die öffentlichen Medien, Stunde um Stunde. Ja? Und ich sage euch, das geht gar nicht. Und diese Angst und diese Lügen, die verbreitet wurden und sich festgesetzt haben in vielen, vielen Menschen, besonders auch in älteren Menschen, diese Ängste bekommen tagtäglich die Schwächsten unserer Gesellschaft zu spüren. Und das sind nämlich unsere Kinder. Und die Masken, die Kinder oder wir alle tragen müssen, ja, die schädigen unsere Psyche, die hinterlassen bei den Kindern Narben in der Seele. Ich sage euch, wer Masken anordnet oder nur dabei hilft, diese Anordnung durchzusetzen und Menschen und Kinder die Luft raubt, der handelt höchst kriminell. Ich verurteile den Kurs dieser Verantwortlichsten zutiefst. Hier regieren Politiker und andere Menschen, ihre Helfeshelfer, sie regieren uns, ohne dass sie jegliche Ahnung haben. Sie haben keine Ahnung von Medizin. Ja? Wir müssen uns das vor Auge führen. Das sind Politiker. Und in den ihren Reihen stehen Menschen, die über die Gesundheit von uns entscheiden. Und allen voran ein Herr Lauterbach. Ja? Seine Ex-Frau ist im TV aufgetreten und erstmal klargestellt, was er überhaupt ist. Er hat Ökonomie studiert, Medizinökonomie, und es ist so weit vom Pandemiologen entfernt, wie der Hausmeister im Krankenhaus zum Arzt. Wir sind jetzt am Zug. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Infektionsgesetz, das über unseren Rechten steht, demontiert wird auf ein erträgliches Maß, nämlich dass es unsere Freiheit und unsere Gesundheit nie wieder in irgendeiner Form stören und behindern kann. Und den Verantwortlichen, die dahinter stehen, denen sei gesagt, ihr werdet von uns allen rigoros zur Verantwortung und Haftung gezogen. Und zum PCR-Test will ich nur so viel sagen. Alles, was hier passiert, basiert auf einem lächerlichen, nichtssagenden PCR-Test, den ein Professor über Nacht an seinen Computer entwickelt hat. Ja? Und das führt uns alle ins Verderben. Jetzt frage ich euch, liebe Eltern, ich frage euch alle, vor dieser Fake-Pandemie hättet ihr jeden zum Teufel gejagt, der nur irgendwo eure Kinder hätte testen wollen oder sonst was mit denen machen wollen. Warum jetzt nicht? Leider ist die Zeit hier heute sehr begrenzt, die wir haben. Meine Rede würde normal auch wesentlich länger gehen. Die füllt nämlich gut 40 Minuten. Deswegen musste ich mir nur die wichtigsten Punkte rauspacken. Ich habe jetzt noch was mitgebracht. Das ist ganz wichtig für uns alle. Wir alle müssen aufhören, in Schwarz und Weiß zu denken.
Wir alle müssen aufhören, uns weiter von der Politik spalten zu lassen. Weil solange wir diese Spaltung zulassen, haben die eine Kontrolle über uns. Das ist elementar wichtig, dass wir wieder lernen, aufeinander zuzugehen. Man kann in diesem Land schon nicht mehr von zwei Lagern reden. Deutschland besteht inzwischen aus zwei voneinander abdriftenden Kontinentalplatten. Und dazwischen ist schon nicht mehr das Meer, dazwischen ist nämlich schon das Weltall in diesem Land. Wir alle müssen wieder lernen, zuzuhören und uns gegenseitig mit Respekt zu begegnen. Auch ich muss lernen, toleranter zu werden, auch wenn es mich schmerzt, wenn ich eine ältere Dame mit dem Fahrrad zwischen zwei Dörfern sehe, wo kein Mensch weit und breit ist und sie hat eine Maske auf. Da muss ich Toleranz lernen, auch wenn es mich schmerzt. Wir müssen Verständnis für diese Menschen entwickeln. Sie denken nämlich, sie machen alles richtig. Sie vertrauen blindlings der Regierung und glauben, was ihnen Stunde um Stunde in den Mainstream-Medien vorgegaukelt wird. Sie denken, sie handeln sozial, ohne zu bemerken, dass die Schwächsten der Gesellschaft dabei ertrinken. Sie handeln aus Angst, weil ihnen die Angst bis in das Knochenmark eingepflanzt wurde. Es ist nun unsere Aufgabe, diesen Menschen die Augen in Liebe und in Frieden ganz, ganz sanft, häppchenweise und mit wahnsinnig viel Geduld zu öffnen. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir hier heute rausgehen. Auch möchte ich euch sagen, folgt niemandem. Folgt nicht mir oder irgendjemand anderen, der hier oben steht. Ihr müsst selber selbstbestimmt werden und alles selber in die Hand nehmen. Das ist ganz elementar wichtig. Steht auf und engagiert euch. Setzt euch für eure Kinder und eure Mitmenschen ein oder was euch auch immer am Herzen liegt. Aber was das Wichtigste ist, immer im Frieden. Jeder von euch hat individuelle Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und jeder kann diese individuellen Bausteine in was Großes einbringen. Und ich weiß, ihr werdet es alle mit einbringen, egal was ihr zu bieten habt, egal wie klein oder wie groß es ist. Und gemeinsam haben wir damit die Macht, voranzuschreiten und dieses System, wo über uns gestülpt ist, wieder auf einen normalen Level, wie wir ihn wollen, zu bringen. Letzten Montag habe ich in meiner Rede in Schweinfurt gesagt, wir müssen nicht mitten in Berlin sein, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Also auch euch sage ich, werdet aktiv und steht auf. Seid viele und seid laut. Macht eine Welle. Umso mehr Städte und Dörfer aufstehen und diese Welle mitmachen, umso schneller erzeugen wir ein Erdbeben, das sich von Franken aus in alle Richtungen ausbreiten wird. Dieses Erdbeben, dieser Bass, der da entsteht, den werden auch die anderen Bundesländer außenrum hören. Und auch diese Bundesländer werden sich diesem anschließen. Und gemeinsam werden wir dieses übermächtige Infektionsschutzgesetz demontieren. Nichts, rein gar nichts, darf über unseren Grundrechten stehen. Ich kämpfe dafür, dass auch in Zukunft alle Kinder wieder unbesorgt, selbstbestimmt und vor allem gesund in diesem Land aufwachsen können. Und ich weiß, ihr seid dabei! Jetzt möchte ich noch was zu den wahren Helden sagen. Die wahren Helden, die stehen nicht hier vorne. Die wahren Helden, die sind da draußen, die sind bei euch, die sitzen jetzt in diesem Augenblick irgendwo am Computer oder telefonieren mit irgendeiner Mutter oder irgendeinem Vater. Die opfern inzwischen schon Tag und Nacht für diese Tätigkeit, um für die anderen einzustehen und ihnen zu helfen, wo es auch nur geht.
Für uns von Eltern stehen auf, stehen diese Eltern und Kinder im Mittelpunkt. Und ich möchte alle Eltern bitten, die noch nicht bei Eltern stehen auf, in den Telegram-Gruppen mitorganisiert sind, kommt dazu. Wir haben elementare Hilfsschritte entwickelt und zusammengeschrieben, wie ihr gegen Maskenpflicht oder PCR-Tests, diese ganzen Zwangstests, die jetzt in Schulen laufen, effektiv vorgehen könnt. Diese Menschen, die tagtäglich alles geben für die Eltern und Kinder, wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Unermüdlich opfern sie ihre Lebenszeit ohne jegliche Gegenleistung. Das sind die wahren Helden dieser Bewegung und sie verdienen unseren Respekt. Ich möchte jetzt, dass ihr nochmal einen riesigen Applaus genau diesen Personen, egal ob jetzt bei Eltern stehen auf oder in sonstigen Organisationen, die dafür sorgen wollen, dass wir wieder frei und normal leben können. Gebt diesen einen Applaus. Danke. Stellvertretend für alle diese Eltern bei uns habe ich euch eine Mutter mitgebracht. Die wird jetzt ein paar Worte an euch richten. Nicole? Dankeschön. Ja, hallo, ich bin die Nicole. Ich gehöre zum Elternstehen-auf-Team Schweinfurt. Und bin hier heute mit meinem Sohn, dem Valentin. Der Valentin hat mir vor ein paar Tagen gesagt, Mama, wenn wir nach Aschaffenburg auf die Demo gehen, dann gehe ich auf die Bühne und sag was. Das haben wir dann mit der Patricia geklärt. Ja, und gestern kam er dann und hat gesagt, Mama, ich sag nur was, wenn du auch was sagst. Ja, und jetzt stehen wir halt zusammen hier. Ich möchte als allererstes mal dem Marco danken. Der Marco, der ist nämlich unsere Feuerwehr. Uns erreichen in letzter Zeit so unfassbar viele Nachrichten von verzweifelten Eltern, weil die Schulen zugemacht werden, weil Massen-PCR-Tests an den Schulen gemacht werden. Und bevor der Hausmeister die Tür überhaupt zuschließen kann, steht der Marco schon mit dem Mikrofon da und erzählt allen, entweder vor der Schule oder auf dem Marktplatz in dem Ort, was hier schief läuft. Und dafür möchte ich mich mal bedanken. Wir hatten letzte Woche den Dr. Guido Hoffmann bei uns in Schweinfurt auf der Demo. Und jeder zweite Satz war, glaube ich, mit 5 Schimpfwörtern gespickt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was denken die Leute? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat recht. Nämlich das, was hier passiert, ist so eine riesengroße Scheiße. Die machen uns alle fertig. Ich habe gestern mit einer ganz lieben Mama telefoniert und die ist auch bei uns im Team und unterstützt uns. Und die hat zu mir gesagt, Nicole, ich kann nicht mehr. Ich lege mich heute Nachmittag ins Bett und weine einfach mal den ganzen Nachmittag. Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Und so geht es ganz, ganz vielen. Wir informieren uns auf ganz vielen Kanälen, bei ganz vielen Fachleuten. Das sind Ärzte, das sind Professoren, das sind Anwälte, die wissen alle, wovon sie sprechen. Und ich weiß es. Und dann frage ich mich, wenn ich das weiß, ich komme vom Dorf, ich bin nur eine Mama, wir haben nicht mal eine Stadtbusanbindung, warum wissen die da oben das denn nicht? So, und nun komme ich noch kurz zu dir. Mal schauen, ob ich das hinkriege, ohne so emotional zu werden.
Du bist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und ich mache das hier alles nur für dich. Du sollst eine schöne Kindheit haben und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen können. Und ich weiß, dass du im Moment einfach viel zu kurz kommst. Und dafür möchte ich mich bei dir mal entschuldigen. So, und jetzt darfst du was sagen, wenn du möchtest. Ja, ich bin der Valentin, ich bin 10 Jahre alt und gehe in Schweinfurt auf die Schule. Und wir haben schon neben uns ist ein Gymnasium und die tragen schon Masken beim Sportunterricht. Ja, das ist echt krass, was hier passiert. Könnt ihr bitte alle mithelfen, dass es besser wird? So, wir haben noch einen weiteren Sprecher, den Dennis. Der ist auch von Eltern stehen auf. Okay, da kommt noch was dazwischen. Ja, zu den Kindern. Unseren Kindern wird alles genommen, insbesondere das Lächeln. Und nicht nur das Lächeln, sondern St. Martin wird unseren Kindern genommen. Und da wir jetzt wieder Umzüge machen, haben wir gesagt, wir machen einen festlichen Umzug mit Lichtern, mit unseren Kindern und versuchen das bundesweit zu machen, und zwar am 15. November. Ihr seht die Flyer dort, wir haben es letzte Woche beschlossen, dass wir es machen wollen. Ich habe es letzte Woche mit Michael Ballweg auf einer großen Orga-Runde vorgestellt und Michael Ballweg hat gesagt, das ist eine gute Idee. Genau, wir haben uns zu Hause hingesetzt, haben eine Flasche Whisky geköpft, haben wir gesagt, wir müssen unbedingt was für die Kinder machen. 15. November, bundesweit, wir laden alle Initiativen in Deutschland ein, nicht nur Querdenken, nicht ohne uns, alle Eltern stehen auf, haben schon viele zugesagt, jeder darf, soll, ist eingeladen, ist animiert, einen großen, großen Spaziergang in der Form eines St. Martinszug mit Lampen zu machen. Das ganze Thema haben wir einfach mal so genannt, Kinder lächeln ohne Angst. Die Plakate haben wir wahrscheinlich bei Facebook schon gesehen und bei Telegram, die gehen jetzt wahrscheinlich rauf und runter. Wir haben extra gedacht, wir machen ein bisschen länger Zeit, so 8 Wochen. Da hat jede Initiative Möglichkeiten und Zeit, sich in Ruhe was vorzubereiten, sich ein Gelände auszuschauen, wo man sich ordentlich sammeln kann, damit Platz ist und dann eine schöne Strecke aus sich zu gucken. Willst du wieder reden jetzt? Adi, du machst nur so und heißt das Feierabend. Mach gut. Zeit. Was denn? Wir haben nicht ewig Zeit. Okay, 15.11. dieses Jahr will ich Deutschland auf der Straße sehen mit all euren Kindern. Habe fertig. Und nicht schon lange. Aber jetzt geht's weiter mit Dennis. Yo. Und bastelt euch solche geilen Masken. Was, Mikko? Schön. Ja, hallo, ich bin der Dennis, bin 51 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 Kinder, bin nicht rechts und auch nicht links, bin nicht oben und auch nicht unten. Bin einer von euch, bin aus dem Volk, bin ein ganz normaler Bürger. Ja, ich wollte gerade was über Maske erzählen und Maske, wenn ich so beobachte, halt wie die Leute immer die Masken tragen und wie sie sie halt halten, wie sie sie nutzen, dann gibt es immer einen Griff, und zwar in die Hosentasche. Dann wird halt so etwas rausgeholt, dann wird es auseinandergenommen, dann wird es angepackt, dann weiß man noch nicht mal ganz genau, ob man das halt links und rechts halten soll. Auf jeden Fall werden die Masken dann getragen. In diesen Masken sind ungefähr 80.000 Bakterien, Kolonien, ungefähr tausende von Schimmelpilzen, Kolonien, Rhinoviren, Bukaviren, Herpesviren, das alles tragen sie. Tagtäglich. Wir werden dieses Jahr sehr wahrscheinlich mehr Rhinoviren haben, die sich halt, was Erkältung und Husten betrifft, auszeichnen werden. Das heißt also, wundert euch nicht, dass sehr, sehr viele mit Schnupfen rumlaufen werden.
Rhinoviren sind die Viren, die nicht durchschlüpfen, die etwas größer sind als die Coronaviren. Und dementsprechend ist hier auf jeden Fall ein Thema halt, was man sagen muss, nutzlos. Coronaviren schlüpfen durch. Das ist so wie eine Biene oder eine Wespe durch einen Maschendrahtzaun fliegt. Nutzlos. Da möchte ich gerne noch was über den PCR-Test sagen. Jeder hört ja von dem, jeden Tag, tagtäglich werden wir mit so vielen Nummern und Zahlen konfrontiert. Aber wenn man jetzt fragt, halt, ne, was spürt denn dieser SARS-CoV-Virus-2-Test, PCR-Test denn auf? Sieht man denn diesen SARS-CoV-2-Virus? Nein, der Test misst bloß Sequenzen, also Nukleinsäuren, die im Virus enthalten sein sollen. Diese Sequenzen wurden zu Beginn der Corona-Krise von chinesischen Wissenschaftlern identifiziert und in einem Computermodell zu einer Gesamtstruktur des Virus hochgerechnet. Dazu hat ein bekannter Professor Drosten beigetragen und diesen PCR-Test entwickelt. Ich weiß es jetzt nicht, ob es euch bekannt ist, dass in den nächsten 4 Wochen, und das hoffe ich auch, dass der Dr. Frömmrich halt soweit ist, mit seiner Kanzlei oder seinen Kanzleien in Amerika, dass dann endlich halt die Wahrheit aufkommt und das Ganze vor Gericht geht. Aber wenn man jetzt mal diese Fragen stellen würde, kann der Test etwas über das Virus aussagen, ob er sich zum Beispiel im Wirt in uns vermehrt? Nein, das kann er nicht. Oder ob es den Menschen krank machen wird? Nein, das kann er nicht. Oder sagt der Test vielleicht etwas darüber aus, ob ein getesteter Mensch eine kleine oder größere intakte Virenlast in sich trägt? Nein, das kann er nicht. Oder sagt der Test etwas über die Ansteckungsgefahr aus? Nein, das kann er nicht. Oder ob es bereits in eine Zelle eingedrungen ist? Auch das kann er nicht. Das kann er alles nicht. Und ich sage immer halt, diese Infektion, wovon die Regierung spricht, ist falsch. Es ist irreführend. Es ist keine Infektion. Wir haben keine Infektion. Wir haben positiv getestete Menschen. Diese positiv getesteten Menschen sind oft falsch positiv. Was heißt das falsch positiv? Was heißt denn nicht validierter Test? Und da habe ich eine Zeile gelesen neulich, das ist total interessant. Stellt euch vor, der PCR-Test heißt Schwangerschaftstest. Stellt euch vor, und da kann ja die Regierung stolz drauf sein, dass sie 1,12 Millionen Menschen vorletzte Woche getestet hat und in den letzten 4 bis 5 Wochen sogar über 4 oder 5 Millionen. Stellt euch vor, bei 1 Million Schwangerschaftstest, bei 1 Million Männern, wird der Schwangerschaftstest gemacht. Da kommt bei raus, dass wir zwischen 14.000 und 20.000 schwangere Männer haben. Das ist das, was letztendlich nicht validiert heißt. Gesundheitsminister Spahn konfrontiert uns jede Woche, tagtäglich, immer wieder kann man lesen halt, die Pandemie ist erst zu Ende, wenn ein Impfstoff da ist. Und dabei vermisse ich, was wirklich halt uns helfen würde, wenn es dem Gesundheitsminister Spahn und der Regierung so sehr um unsere Gesundheit und die Sorge um unsere Gesundheit und unsere Kinder gehen würde, hätte ich mir in den ganzen Wochen mehrfach gewünscht, dass Herr Spahn und sämtliche von der Regierung herbeigezogenen Wissenschaftler sowie die Medien über die Prävention und den Aufbau unseres Immunsystems gesprochen hätten. Und was heißt das denn? Wie kann man seine Körperimmunität stärken und aufbauen? Was kann man alles tun, um den Körper im Widerstand zu Viren zu stärken? Viel Bewegung ist eine Antwort. Ihr könnt euch noch daran erinnern, vor einigen Wochen, da lief über die Fernseher permanent bleibt zu Hause. Genau das Gegenteil. Dies wurde ja teilweise durch die Eingriffe der Grundrechte verboten. Viel Bewegung. Bewusste Ernährung mit Vitamin D, C, B, Magnesium, Zink und so weiter. Wer erzählt davon? Niemand. Anscheinend liegen die Interessen woanders. Insbesondere ist zu erwähnen, dass anscheinend die schlechteste Lobby die Familien und Kinder haben. Wir haben es heute schon öfters erwähnt. Und Kinder müssen sich ihre Idole im Fernsehen angucken oder mussten viel Zeit halt zu Hause bleiben, wo andere halt Fußball gespielt haben, und zwar die Millionäre. Aber da geht es ja um Milliarden, da geht es nicht um Herzenskinder oder Kinderherzen. Die Urangst, und das ist das, was ich einfach nicht verstehen kann,
dass es ein Covid-19-Papier, Strategiepapier des Innenministeriums gibt. Wenn Sie auf die Homepage gehen vom Bundesinnenministerium, können Sie unter Strategiepapier ein Papier lesen, das uns Urangst machen soll, was geplant war im März. Alles, was im März geschrieben worden ist, wird sukzessive umgesetzt. Und unter anderem gehören auch die PCR-Tests dazu, aber Urangst schüren. Und wenn ich mir angucke, halt, wie man mit den Kindern umgeht, und zwar halt, dass Kinder vom Opfer zum Täter gemacht werden, indem sie nicht ihre Eltern, Großeltern in Kliniken besuchen dürfen, indem sie Abstand halten sollen, das ist einfach ein Verbrechen. Die Urangst aller mit der Maskeradenpolitik unserer Politik ist schon alleine durch die visuelle Form erschreckend. Wenn man schon sich anguckt, halt, wie jeder vermummt unterwegs ist, es ist ein Graul. Es ist nicht unsere Kultur. Wir haben Vermummungsverbot. Meine Hoffnung ist, dass nicht nur die Gesichtsmasken fallen werden, damit sie das Symbol des Ausnahmezustands aufrechterhalten können, sondern auch die Maske ihres Krisenmanagements, Frau Merkel. Die messbaren Ergebnisse ihrer Regierung kann man jetzt schon aufwiegen. Mehrere Hunderttausende Arbeitslose, die Zahl wird Millionen erreichen. Es ist schon ein Wunder, dass bis zum 31.12.2021 Kurzarbeit geduldet wird. Mehr als 5 Millionen Menschen sind zurzeit in Kurzarbeit. Was mich aber total interessiert und spannend ist, warum 400.000 aus dem Gesundheitswesen? Die müssten alle vollbeschäftigt sein. Zigtausend Menschen, die Depressionen haben und suizidgefährdet sind. Zigtausend Menschen, die bereits gestorben sind, weil sie durch Verlegung ihrer Operationen es nicht mehr geschafft haben, zu überleben. Die Gesundheitsämter überlaufen und wissen nicht halt, wie sie mit ihren Arbeiten klarkommen, weil sie einfach Arbeit aufgedrückt bekommen haben. Zig Patienten, die wegen und nicht mit oder an Corona sterben. Und das Thema mit und an ist Gott sei Dank halt dem Dr. Püschel zu verdanken, der tatsächlich halt die Toten aufgemacht hat und geguckt hat, ob es wirklich an oder mit Corona Tote gab. Und es gab 0 an Corona Tote in Hamburg, wie Sie wissen. Tausende von Unternehmen werden Konkurs gehen. Ich bin sehr, sehr viel halt in der Gastronomie unterwegs. Ich weiß auf jeden Fall von der DEHOGA in Berlin, man rechnet zwischen 70 und 100.000 Outlets, also Restaurants, Cafés, Bistros, Hotels und, die schließen werden. Wir haben teilweise Zombie-Unternehmen derzeit, die aufrechterhalten werden, weil sie keine Insolvenz beantragen dürfen. Und wir am Ende des Tages halt das bezahlen werden. Und nicht nur wir, sondern unsere Kindeskinder und Kinder und Enkel. Der stolze Mittelstand und kleine Mittelstand sowie kleine Unternehmen von der Bildfläche verschwinden werden. Die Bildungsgleichberechtigung ausgesetzt wird. Viele unglückliche Menschen Jahre benötigen werden, sich von der Entscheidung des Regierungsversagens zu erholen. Erhöhte häusliche Gewalt. Da möchte ich Ihnen nur ein paar Zahlen sagen, was sehr traurig ist. Die Kollateralschäden, was das Thema Kind, Jugend und teilweise Frauen betrifft, ist heute so, dass es ungefähr 40.000 mehr Körperverletzungen zu Hause gibt, ungefähr sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Misshandlung um die 7.000 mehr, ungefähr 3.000 schwerere Körperverletzungen, Verstümmelung weiblicher Genitalien, über 4.700 Androhungen von Gewalt und über 4.000 Nötigungen und so weiter. Ich könnte jetzt lange, lange darüber erzählen. Das ist kein Fake. Das ist von der polizeilichen Kriminalstatistik und des Statistischen Bundesamts. Über 60.000 Fälle, die wir kennen, und die Dunkelziffer, die bleibt irgendwo in einem Ungewissen. Herr Spahn möchte darüber natürlich nicht wissen oder nichts. Und jetzt sage ich noch einmal an die Regierung, warum ich das tue. Ich habe eine Tochter. Und diese Tochter ist meine Tochter. Und nicht nur für meine Tochter, sondern für die Kinder meiner Verwandten, für die Kinder meiner Freunde, für ihre Kinder. Deswegen stehe ich hier. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten,
dass diese unschuldigen Kinder in Zukunft in einer Demokratie leben können und nicht mit abgetriebenen, fötalen MRC-5-Zellen anderer anorganischen DNA geimpft werden. Ich möchte keine Impfung von BioNTech und CureVac, die von Bill Gates gefördert wird. Ich möchte nicht, dass wir in irgendeiner Form Zombies werden in der Zukunft. Ich kann nur eins sagen, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, wir sind keine Rechtsorientierten. Wir sind im Grunde genommen die, die aus der Mitte des Volkes sind, die leider von den öffentlichen Medien diskreditiert werden Tag für Tag. Hören Sie bitte auf, die Menschen zu spalten, von jung zu alt, von Verwandten zu Verwandten, von Freunden zu Freunden, von Bekannten zu Bekannten, von Kollegen zu Kollegen, von Geschäftspartnern zu Geschäftspartnern, von Gastronomen zu Gästen. Und es ist, wie soll ich sagen, es sind nicht die Demonstranten, die die Gesellschaft spalten, es sind ihre Maßnahmen und ihre Fehlpolitik, liebe Regierung. Und ich fordere Sie nochmal auf, geben Sie uns, den Bürgern, unseren Kindern, geben Sie uns das Gesicht zurück. Dankeschön. Vielen Dank, dass er da war. Es wird Zeit, dass Eltern stehen auf, auch mal zu Wort kommen. Sie war bei mir schon in Miltenberg. Sie war die Tage auch schon auf Facebook komplett aufgelöst. Ihr kennt Eva? Wer kennt Eva? Sind doch einige. Herzlich willkommen, Eva. Komm zu uns. Ihr dürft gerne applaudieren. Bei so einem hübschen Mädel, die ja noch gut singen kann. Hallo Aschaffenburg, schön, dass ich bei euch sein darf, vielen Dank. Ja, ein paar kennen mich durch eine Partei, ein paar kennen mich durch ein Video, was die Tage in Facebook irgendwie meine kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Ich war nach einem Einkauf ziemlich aufgelöst, wo mich eine ältere Dame fast gewaltsam angegangen wäre, weil ich keine Maske trage. Ja, das Video ist über 200.000 Mal angeschaut worden und es ist, weiß ich nicht, auf sämtlichen Kanälen rundgegangen. Und das Problem ist, was ich heute hier habe, und ich finde es einfach eine bodenlose Frechheit, Bodo hat das Thema vorhin angeschnitten, dass jetzt eine Diagnose auf den Attesten stehen soll. Ich finde, das ist eine bodenlose Frechheit. Ich bin wirklich, wirklich geschockt. Gerade für die Menschen, die ein psychisches Trauma erlitten haben, ist das eine permanente Konfrontation mit diesem Trauma. Und das geht gar nicht. Heute Morgen habe ich mit jemandem gesprochen, der auch in der Arztpraxis arbeitet, der mir gesagt hat, dass schwangere Frauen in den frühen Monaten mittlerweile relativ oft ihre Kinder verlieren, weil die Föten unterversorgt sind. Diese Frauen tragen eine Maske. Ja, es geht hier um den Schutz der Kinder und ich weiß nicht, ob Valentin noch da ist, der vorhin gesprochen hat, ich möchte Valentin und allen Kindern versprechen, dass wir, die wir hier sind und wir, die wir uns hier engagieren, alle zusammen dafür einsetzen werden, dass das aufhört. Ich verspreche es. Ich werde alles dafür tun, was ich kann. Wir reden hier immer über das Thema Spaltung. Aber was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das, dass wir nicht mit jemandem sprechen sollen, weil der eine andere Meinung hat? Ist das in Ordnung? Findet ihr das gut? Wer von euch, einfach mal die Hand hoch, war oder ist in einer Beziehung schon mal gewesen? Ne? Das sind doch ganz viele. Ihr kennt das sicher, dass euer Partner mal nicht eurer Meinung ist, oder? Habt ihr den deswegen morgen nicht mehr lieb und distanziert euch von dem? Man sollte darüber nachdenken.
Ich finde, man sollte jedem Menschen geben, seine eigene Meinung zu haben, denn das ist Demokratie. Aber ich finde, wir sollten uns distanzieren. Wir sollten uns distanzieren von Faschismus, von Diktatur, von Hass, von Angst, von Lüge und von Spaltung. Die einzige Voraussetzung für den Triumph des Bösen ist, dass gute Menschen nichts tun. Und ich sehe eine Menge gute Menschen, die was tun. Ich glaube, dass der Regierung egal ist, was mit uns passieren wird. Und momentan sieht es massiv danach aus, dass alles dafür getan wird, dass es irgendwie zu einem zweiten Lockdown oder einer zweiten Welle kommt. Und ich werde dieses verdammte Gefühl nicht los. Deshalb rufe ich dazu auf, dass wir uns miteinander unterhalten. Und zwar dürfen wir da niemanden ausschließen. Wir müssen miteinander reden. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Wir haben die Möglichkeit, alles zu verändern. Wir haben die Möglichkeit, es besser zu machen, als es vor Corona war. Der Killer-Virus, den man am Anfang dachte zu haben, der ist nicht der, der uns dahin rafft. Der Killer-Virus, den wir haben, ist psychologischer Terror jeden Tag, dem unsere Kinder, alte Menschen, Behinderte und ganz viele da draußen ausgeliefert sind tagtäglich. Das ist der Psychoterror, wenn man einkaufen geht ohne Maske und in den letzten 2 Wochen wirklich fast gewaltsam angegangen wird. Und das dulde ich nicht mehr und ich ertrage das nicht mehr. Ich will, dass es aufhört, verdammt. Der Virus, mit dem wir alle anstecken müssen, heißt Mut, heißt Wahrheit, heißt Verstand und heißt Liebe. Jeder von euch kann ein Held sein. Und jeder, der heute hier steht, ist bereits ein Held. Bowie hat gesagt, we can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Lasst uns Helden sein. Lasst uns verändern und lasst uns gemeinsam dieses Land retten. Danke. Danke, dass ihr Helden seid. Und jetzt singe ich euch mein Lied. Das Lied heißt Wir. Ihr könnt das runterladen auf bandcamp.com. Die Hälfte geht an einen alleinerziehenden Papa und die andere Hälfte geht ans 3E-Gesundheitszentrum von Lothar Hirneise. In unserer Heimat läuft was falsch. Spürst du das auch? Angst und Panik wird verbreitet, so das Gefühl in deinem Bauch. Die Nachrichten jeden Tag schlimmer und verwirrend, wo ist der Sinn? Es ist Zeit, etwas zu ändern, doch sag, wo willst du hin? Wir sind hier für unsere Freiheit und für das, woran wir glauben. Unser Leben, unsere Stimme kann uns keiner rauben. Wir sind hier für unser Leben, für das Leben von uns sein. Für ein gesundes, freies Land, ja, das würde uns gefallen. Alle Menschen tragen Masken und verbergen ihr Gesicht. Du bekommst kaum Luft darunter, sagst, ich will das alles nicht. Kinder, Alte, alle leiden, Existenzen sind zerstört. Darum stehen wir hier zusammen, damit uns endlich jemand hört.
Wir sind hier für unsere Freiheit, für das, woran wir glauben. Unser Leben, unsere Stimme kann uns keiner rauben. Wir sind hier für unser Leben, für das Leben von uns sein. Für ein gesundes, freies Land, ja, das würde uns gefallen. Wir sind hier für unsere Freiheit und für das, woran wir glauben. Unser Leben, unsere Stimme kann uns keiner rauben. Wir sind hier für unser Leben, für das Leben von uns sein. Für ein gesundes, freies Land, ja, das würde uns gefallen. Dankeschön. Eva, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt kommt der schon wieder. Die hauen mir das ganze Programm kaputt und ich habe nur eine gewisse Zeit, weil wir wollen ja noch ein bisschen was für unser Immunsystem tun nachher, richtig? Ja. Wer ist dabei? Hand hoch! Oh ja, die anderen entscheiden sich dann vielleicht noch spontan mitzulaufen, ne? Ja, Stefan. Tut mir leid, aber Eva hat gerade eine Vorlage gegeben, die hat gesagt, wir sollen uns nicht spalten lassen. Und ihr seht hier, wir lassen uns nicht spalten. Hier stehen nämlich zwei Parteien auf dem Podium, beides Leute aus dem Vorstand. Und wundert euch nicht, wenn es nächstes Jahr zur Bundestagswahl nur noch eine Partei geben wird. Danke. Dann müssen wir aber auch sagen, wo. Du bist bei den Föderalen, oder? Genau. Ich bin bei Wir 2020, danke. So. Mich hatte vor ein paar Tagen ein junger Mann angeschrieben und sagte, du, ich würde gerne bei dir reden. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig rüberbringe. Es ist eine Pflegefachkraft. Das heißt, er hat alltäglich, was Masken angeht, kranke Menschen angeht, zu tun. Und er möchte gerne euch heute ein bisschen was mitteilen. Begrüßt ihn ganz herzlich mit mir mit einem großen Applaus. Namen habe ich vergessen. Tut mir leid. Ich bin besser, aber ich bin schon über 40 und ja, ein bisschen im Stress. Aber er ist klasse. Ja, hallo. Ist es laut genug? Hört mich jeder auch da hinten? Ich darf es fressen, ja, okay. Letzte Woche habe ich in Nürnberg vor 20 Leuten gesprochen. Das ging so als Premiere. Jetzt sind es, ich glaube, 800 bis 1000 oder so. Was, 17.000? Okay. Oh Gott, mein Blatt eingefallen. Das dauert hier, bis ich das vorbereite. Ja. Also mein Name ist Thorsten Meber, ich bin 45 Jahre jung, ich komme aus Mittelfranken, wie ihr schon hört, mit dem R. Ein R-Wert habe ich zwar nicht dabei, aber auch ein paar andere interessante Sachen. Pflegefachkraft, ja, das stimmt. Aber Pflege am Bett mache ich jetzt nicht mehr seit 3 Jahren, weil ich bin seit 3 Jahren beim medizinischen Dienst. MDK Bayern sagt euch vielleicht was. Aber ich bin im Bereich Pflege tätig, da gibt es ja auch die Ärzte beim MDK, beim medizinischen Dienst. Ich habe jeden Tag mit Pflegebedürftigen und Angehörigen zu tun. Seit 1994 bin ich in der Pflege, da habe ich als Zivi angefangen. Ausbildung 99 beendet als examinierte Altenpflegekraft. Weiterbildung Heimbeatmung, gerontopsychiatrische Fachkraft, also mit Demente kenne ich mich auch aus. Seit 2017 also beim medizinischen Dienst. Der kommt ja normalerweise in die Häuslichkeit und begutachtet die Menschen. Ich stufe sie ein. Es gibt ja 5 Pflegegrade. Früher waren es Pflegestufen, jetzt gibt es 5 Pflegegrade. Am 13. März haben wir die Mail erhalten, ihr dürft jetzt nicht mehr raus, keine Hausbesuche mehr, alles nur noch am Telefon. Oh, da dachte ich, oh Gott, wie soll das gehen? Seit 16.03. machen wir das jetzt also am Telefon, wir begutachten durch die Aussagen, durch die Akten, die vorliegen, die Menschen. Okay, ich bin seit 94 in der Pflege. Ich dachte, naja, das schafft er schon. Ja, es klappt besser, als ich gedacht habe, weil ich vermittle den Leuten Vertrauen. Also ich habe Vertrauen, was sie mir sagen.
Sie möchten mir auch vertrauen, weil ich Pflegekraft bin und ich muss das jetzt leider so umsetzen. Ist auch keine Kritik an meinem Arbeitgeber, der muss das umsetzen. Ich mache das nach meinem besten Wissen und Gewissen und stufe die Menschen ein. Mir geht es jetzt heute in der Rede darum, was machen die Maßnahmen mit diesen Menschen und Angehörigen? Weil da mache ich mir täglich Sorgen, weil ich höre sehr viele Gespräche. Ich interviewe die Menschen und ich sehe, ich habe auch Daten, Fakten, Zahlen, was die Menschen mir so erzählen. Mal eine Zahl für euch. Ich war im Urlaub und habe erst am 17.03. angefangen, also einen Tag später wie die Kollegen, am Telefon. 17.03. bis 15.09. habe ich mal eine Statistik für euch. Da habe ich 438 Versicherte, so nennt man die Antragsteller, also Pflegebedürftige, interviewt und Gutachten geschrieben nach meinem besten Wissen und Gewissen. Die waren zwischen 30 und 100 Jahre alt. Ja, auch 30-Jährige können pflegebedürftig sein. Ich habe Einsicht in Krankenakten, Vorgutachten, Reha-Berichte und was die Leute mir so erzählen. Und Corona beschäftigt ja die Leute sehr. Also die reden ja auch in jedem Gespräch so über, ach, sie kommen ja nicht wegen Corona. Aber ja. Und wenn einer Corona hat, dann erzählen die das gleich, also ob da jemand erkrankt ist oder so. Ich hatte 438 Gutachten geschrieben. Davon waren 3 positiv getestet, schwer vorerkrankt und im Krankenhaus. Das stimmt. Es tut mir auch leid. Die waren aber wirklich schwer vorerkrankt. Von 438 waren 3 positiv getestet. Bei einem stand in den Krankenunterlagen eben diese Bezeichnung für Covid-19 nach der ICD-10, da werden immer die Krankheiten eingeordnet, klassifiziert. U07.1, falls das jemand mal hat, das ist Covid-19. Die waren alle 3 schwer vorerkrankt, 2 haben sich einigermaßen gut erholt, der 3. nicht, der hat Sauerstoff, also eine Sauerstoffbrille zu Hause, ist aber schon COPD, ich glaube, da läuft auch einer rum mit so einer mobilen Sauerstoffflasche, der hat es jetzt auch längerfristig, haben aber viele auch COPD, ist schon schlimm. Das sind bei den Begutachtungen 0,68% positive, um auch mal eine Zahl zu nennen von den 438, die mir bekannt sind, Akteneinsicht und Aussagen. 0,68%. Was erzählen mir die Leute? Die Versicherten, die Pflegebedürftigen oder die Angehörigen. Oftmals können sie in den Heimen nicht besuchen. Oder die kommen von der Reha zurück, das war nicht erfolgreich. Und gerade die Angehörigen im ambulanten Bereich, die pflegen ja die meisten. Also von Deutschland bei 3,4 Millionen Pflegebedürftigen werden 75% zu Hause gepflegt. Da kommen jetzt noch mehr Verantwortung auf die Angehörigen zu wegen den Maßnahmen, weil einiges passiert. Ich erzähle euch von einem bewegenden Gespräch. Eine Tochter erzählt, die Mutter war über 90, 6 Wochen im Krankenhaus, durfte vom Ehemann nicht besucht werden, der auch noch in der Häuslichkeit lebt. Sie kam dann nach dem Krankenhaus in Kurzzeitpflege, damit die Tochter die Pflege zu Hause organisieren kann. Dort dürfte der Ehemann sie auch nicht besuchen. Die Tochter erzählte mir unter Tränen, dass sie öfters den Hausarzt gebraucht hatte, weil der Vater war mit den Nerven am Ende zusammengebrochen, weil er seine Frau nicht besuchen durfte. Die Frau war also isoliert im Krankenhaus und danach in Kurzzeitpflege. Und der Mann war so traurig, weil er seine Frau, mit der er über 60 Jahre verheiratet ist, nicht besuchen durfte. Die Tochter hat gesagt, wegen dem scheiß Corona hätte sie fast ihre Eltern verloren, die wären fast beide gestorben, die eine isoliert und der andere am gebrochenen Herzen. Das machen die Maßnahmen. Viele Pflegebedürftige oder Angehörige erzählen, was mit ihnen passiert mit den Maßnahmen. 91 Jahre alt, wohnt alleine, fühlt sich sozial isoliert. Sie war ganz am Seniorenkreis, kann sie nicht mehr gehen. Alle haben Angst,
Der Seniorenkreis findet nicht mehr statt. Sie ist allein zu Hause. 83 Jahre, sie ist dement, kommt mit der Maske nicht zurecht. 65 Jahre alt, war auf Reha, hatte nur 3 Anwendungen anstatt 4 bis 6 Anwendungen, kein positiver Erfolg von der Reha nach Hause gekommen. 78 Jahre, geht wegen Corona nicht raus, hat Angst. 90 Jahre dement, geht nicht in die Tagespflege, weil sie mit der Maske nicht zurechtkommt. Die ist jetzt zu Hause, die Tochter muss sie jetzt mehr pflegen, hat mehr Aufwand, dadurch ist auch mit den Nerven am Ende. 91-jähriges schwerhörig, kommt nicht zurecht, wenn ein anderer die Maske aufhat, sie versteht ihn nicht. Das machen die Maßnahmen. Etwas jüngerer, 57 Jahre. Aufgrund wegfallender Therapien hat sich sein Zustand verschlechtert. Die Beweglichkeit ist schlecht. Er hat schon eine bestehende Gangstörung. 72 Jahre alt, immunschwach, hat Angst rauszugehen. Ein 93-Jähriger, die Enkelin kommt nicht mehr zum Putzen. Sie hat Angst, mich anzustecken. Enkel, ihr wisst ja, der Enkeltrick, die Spreader schlechthin. 93 Jahre, kann nicht in die Kurzzeitpflege, die Tochter wollte eigentlich ein bisschen durchschnaufen, geht nicht, die nehmen niemand auf. Mehr Belastung für die pflegenden Angehörigen. Das sind die Maßnahmen, die haben zur Folge, dass die Leute zu Hause bleiben müssen. Oftmals sind ja pflegende Angehörige selbst noch berufstätig, müssen ihr in Teilzeit gehen oder die Stunden verkürzen oder sind selbst in Rente. Wollten eigentlich in der Rente auch mal ein bisschen durchschnaufen, müssen sich aber mehr um die Pflegebedürftigen kümmern, weil eben die Maßnahmen einschränken. In den Heimen ist es auch so, dass viele Heime ja Aufnahmestopp gemacht haben. Da konnte man niemanden abgeben für Langzeitpflege oder für Kurzzeitpflege. Also bleiben die dann auch zu Hause. Die Heime haben damit zu kämpfen, weniger Personal und dann das Hygienekonzept umzusetzen, ist auch schwierig natürlich. Bei den Reha-Einrichtungen war es genauso. Aber da sind dann Leute auf Reha, wo ich sage, warum wollt ihr überhaupt auf Reha? Also, da empfehle ich ja keine Reha, wenn da nichts stattfindet und die Leute kommen schlechter nach Hause, wie sie eigentlich hingekommen sind. Das erhöht den Pflegeaufwand und im Endeffekt auch die Kosten, weil ich die dann höher stufe. Und das kostet einfach der Pflegekasse dann auch mehr. Aber die Leute haben es dann leider verdient, die werden dann hochgestuft, aber... Das machen die Maßnahmen. Und deswegen stehe ich hier, weil mir das Sorge bereitet, weil ich einfach das mitteilen wollte. Also ich mache jetzt zwar keine Pflege am Bett mehr, aber ich weiß in den 26 Jahren, was da los ist und jetzt, was diese Maßnahmen für Auswirkungen haben. Der November bis März waren immer die dunklen Monate für uns im Heim. Da sind die meisten alten Vorerkrankten gestorben. Also für mich war das jetzt nichts Ungewöhnliches. So richtig ab April habe ich erst angefangen zu recherchieren und habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und natürlich waren die meisten in den Heimen gestorben oder die vorerkrankt sind, aber das ist für mich als Pflegekraft, die schon so lange tätig ist, normal. Jeder ist zu beklagen, der stirbt, aber es darf auch gestorben werden. Die aktuellen Zahlen weiß ich nicht, ich glaube 9400 irgendwie. Im Kochstudio ist es besser nachzuschauen, aber der Bodo ist leider nicht da. Schon weg. Mir macht es Sorge, dass hier Panik und Angst verbreitet wird, anstatt die Leute an die Hand zu nehmen. Es sollte ein Gesundheitssystem sein und kein Krankheitssystem. Hier passiert Konditionierung und Marketing und Branding. Überall sieht man diesen Virus. Da werden Millionen ausgegeben, anstatt dass man vielleicht für Gesundheitsprävention mehr Geld ausgibt als für Panikmache. Das sind Maßnahmen, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin schon so lange in der Pflege tätig und ich könnte im Strahl kotzen. Privat passiert mir auch manchmal was. Ich gehe einkaufen in meinem gleichen Laden. Da gibt es so eine Verkäuferin, die finde ich immer sehr nett, die hat Humor. Aber die passt jetzt auf. Die passt auf, dass jeder seine Maske aufhat, dass er eine aufhat. Letztens ging einer zur Tür raus, also die Schiebetür war eigentlich schon fast offen, der Weg in die Freiheit nach außen, hat er sie abgenommen, sie hat hinterher geschrien, Maske auf.
Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, selbst dann an der Kommissar oder was? Also, was ist mit der los? Spitzel, Gesundheitspolizei? Oder hat sie auch Angst und Sorge? Ich weiß es nicht, aber die Menschen verändern sich so. Am Anfang war es auch ganz schlimm, wenn du gehustet hast oder so, da haben sie dich angeschaut und gedacht, Gott, drehe ich mich weg, ich bin ja das Spreader. Leute fahren im Auto alleine mit Maske, gehen spazieren mit Maske, Fahrrad fahren mit Maske. Ich weiß nicht, was hier passiert. Also manchmal mache ich auf und denke, ich bin im falschen Film. Hollywood hat hier einen Blockbuster verbreitet oder so. Ich weiß es nicht, weil die Propaganda für diesen Blockbuster habe ich jeden Tag. Das ist Irrsinn. Irrsinn. Leider kann sich nicht jeder so informieren, wie wir hier auch stehen, denke ich. Die friedlichen Menschen auf der Demo, also sind immer friedliche. Ich habe auch keine Rechten gesehen, auch nicht am 1.8. im April, am 1.8. in Berlin. Das war auch sehr friedlich. Da war ich auch dabei. Wer war auch dabei? Alle Friedlichen waren dabei, ja. Aber der Herr Sundermeier hat ja Wahnvorstellungen für lauter Rechten und so. Wahnsinn, was der so im Fernsehen loslässt. Also, habt ihr das gesehen letzte Mal mit Markus Heinz und Sundermeier? Ja, der hat auch eine F-Diagnose. F22 kann jeder nachgoogeln, was das ist. Ja, okay. Ein kurzes Wort und dann bin ich weg. Ein Zitat von Marco Rima. Kennt jemand Marco Rima? Der hat letztens in Zürich gesprochen. Hätte uns der liebe Gott kein Immunsystem gegeben, dann wären wir wahrscheinlich mit Maske geboren. Dankeschön, Aschaffenburg. Servus. Vielen Dank und schön, dass du da bist. Ich nehme hier jetzt alles mal auseinander. Ja, der Mann mit dem grünen Rucksack. Ich habe ja ganz klein angefangen in Miltenberg. Da war er auch schon da. Der Guido ist da. Begrüßt ihn mit einem großen Applaus, Guido Hoffmann. Mach den Scheiß aus. Mach den Scheiß aus. Zwei Schimpfwörter. Hallo Aschaffenburg. Es ist arschkalt. Und ich bin das Letzte. Und ich bin Arzt und wir haben heute den Großmeister da gehabt, den Bodo Schiffmann und den Michael Fritsch. Das sind Köpfe der Bewegung und insofern bin ich ein ganz kleines Licht. Das spielt aber gar keine Rolle und ich bin heute das Letzte. Ich möchte euch nicht mehr mit medizinischen Fakten langweilen. Ich möchte euch nur Folgendes sagen. Erstens, Diagnosen müssen nicht auf den Rezepten draufstehen oder auf den Attesten. Ist das durchgereicht? Das ist ein Straftatbestand nach § 203 Strafgesetzbuch. Wehrt euch dagegen! Ihr müsst euch dagegen wehren! Und wer sich nicht gegen Unrecht wehrt, der ist ein Täter! Polizei, ihr braucht auch keine Atteste zu überprüfen. Das steht euch nicht zu. Soll ich noch mehr schreien? Ich habe so die Schnauze voll. Das ist nicht mehr mein Land. Das ist Diktatur, was hier passiert. Und zwar gegen Rechtsvorschriften. Gegen jedwede Recht. Und wenn der Arzt die Diagnose rausgeben muss, der Bodo Schiffmann hat das wunderbar erklärt, ich will nicht nochmal anfangen. Ich möchte es nur nochmal betonen, das Letzte, was ein Arzt und der Patient haben, ist die Diagnose und die ist geheim. Und die bleibt geheim, verdammt nochmal. Und ihr Scheißlehrer, das geht euch einen Scheißdreck was an. Das geht euch scheißig was an. Und dann gehe ich als Arzt in eure beschissenen Lehrpläne, die Kinder heute kaputt machen. Ich gehe nicht da rein. Ihr müsst euch dagegen wehren. Und die Kinder werden am Ende die Schlacht gewinnen. Ich kann das nur so sagen. Und ich möchte nicht mehr über PCR-Teste reden. Und ich möchte nicht mehr über Letalitätsraten reden. Wehrt euch. Und wir müssen Flugblätter machen. Es kommt der Winter und ich finde das
geil, wenn das Wetter schlecht ist, weil dann kommen die Richtigen auf die Straße. Und es ist Schluss mit Party und es ist Schluss mit Musik. Es ist, wir sind mitten im Kampf. Das ist ein Flugblatt, das habe ich gemacht, verteilt millionenfach. Da steht das alles drin. Jetzt habe ich keinen Atem mehr. Ich habe noch nie eine Maske getragen und ich werde keine Maske tragen. Ist das durchgereicht? Die Maske ist falsch. Und wir haben gestern das zweite tote Kind gehabt, wegen der Maske. Das kann man als Arzt sagen. Wenn denn das Kind krank gewesen wäre, zwei 13-Jährige, dann hätten sie als allererstes die Diagnose daraus gegeben und hätten gesagt, es war ein übergewichtiges Kind mit Asthma, bla bla bla. Zwei kerngesunde Kinder sterben an der Maske. Und wer da nicht betroffen ist, der hat kein Herz. Punkt. Das ist mein Zettel, holt ihn euch. Geht auf den Telegram-Kanal, ihr müsst euch wehren. Und ist die Zeit vorbei für dummes Geschwätz und Party. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich darf keine Maske tragen. Ich muss keine Gründe benennen. Und niemand darf mich nach Gründen befragen. Das kann höchstens mein Arzt wissen. Das ist ärztliche Geheimhaltung. Ärztliche Schweigepflicht. Wenn ich die Diagnose nur dem Kollegen sage, kann ich für ein Jahr in den Knast kommen. Und jetzt soll man die Scheiße auf die Atteste schreiben. Geht's noch? Und weder ein Geschäftsbesitzer, noch die Polizei, noch Privatpersonen können mich nach dem Attest befragen. Das ist falsch. Es ist nicht Rechtslage. Das muss man wirklich wissen. Steht alles hier drauf. Und ich hab's, ich lese nochmal die Scheißzettel. Ich hab... Wer sich nicht gegen Unrecht wehrt, ist auch ein Täter. Alltagsmasken sind Unrecht und nicht nur medizinisch falsch. Es ist eine Katastrophe. Macht mit, verteilt die Flugblätter. Das ist unsere Chance. Diese Partys oder diese Sprachgeschichten, die haben sich ein Stück weit erschöpft. Wir werden es trotzdem weitermachen. Es hilft alles. Kämpft für die Kinder. Kämpft für alles. Und ich habe jetzt fertig. Noch ein paar Schimpfworte. Weil es ist jetzt echt gut. Meine Freundin kriegt Blasenentzündung und wir müssen nach Hause. Pass auf! Pass auf, Moment. Ich möchte Meckerer haben. Ich möchte jemanden, der mich als Covid-Joden beleidigt. Ich möchte, egal wie, gibt es irgendjemanden, der was zu meckern hat? Gibt es einen Kritiker, sagt es jetzt, kommt auf die Bühne. Das ist immer die letzte Chance. Ich mache ein Q&A, heißt das heute, Frage und Antwort. Ich beantworte jede Frage zu dem Thema, jede. Und übrigens möchte ich hier dem Team danken, der Patricia, dem Michael, dem Holger und Stefan, weiß ich. Und ihr seid alle großartig, ich weiß, dass ihr wirklich Gas gebt. Übrigens der Hauptgrund ist, warum ihr ein geiles Catering habt, deswegen kommen wir alle. Ganz klar, muss man sagen. Und ihr seid wirklich der Hammer und ich weiß das. Was das für Arbeit ist, macht euch Freude, wir müssen das tun. Und ihr seid auch alle großartig, denn wir haben eins, wir haben Mut, wir haben Wut, wir haben Herz und Verstand. Und die beschissenen Machtpolitiker und die beschissenen Machtheilis, die werden wir kriegen. Denn hier geht's nur um Macht, es geht nur um Macht und wir sind stärker, verdammt nochmal. Leck mich immer. Und, liebe Leute, wir wissen... Es wird eine sehr lange Belagerung, aber wir haben Zeit und wir werden gewinnen. Hier ist, die sind jetzt leer, die Flyer. Es gibt natürlich PDFs über meine Facebook-Seite. Ich bin Buddhist, ich muss kurz Luft tun. Facebook-Seite könnt ihr mich anschreiben, Telegram. Ich stelle das als PDFs nach. Ich bin Arzt, ich habe mit solchen ganzen Datentechniken wirklich meine Probleme, aber ich gebe mir alle Mühe. Ich mache die Dinger, das ist auch alles abgeklärt. Über die Facebook-Seite gibt es das, wenn ihr es braucht. Und Telegram, PDF, was weiß ich, wie das geht. Gerne. Aber ihr müsst euch wirklich wehren. Es muss jeder Einzelne dagegenstehen und zieht nie eine Maske auf. Das ist ein Sklavensignal. Zieht sie nicht auf, geht in die Konflikte. Es ist hart. Ich habe auch nicht immer eine Lust, wenn ich nur eine Paprika hole, denke ich, nee, den Ärger. Aber ich habe schon viel überzeugt. Und geht milde mit denen dort um. Die wissen das alles nicht. Die haben alle Angst. Und man muss das erklären. Und tschüss. Danke, Guido. Ich werde immer gefragt, was bringen denn diese ganzen Demonstrationen? Was bewirkt das?
Wir müssen jetzt einfach klar feststellen, die beiden Demonstrationen in Berlin haben gewirkt. Die Mächtigen zittern. Die zittern vor Angst. Die wehren sich mit Händen und Füßen. Und mit Händen und Füßen heißt, die zwingen uns Masken auf, weil sie genau wissen, der Virus ist in Nordrhein-Westfalen gefährlich oder nicht gefährlich. Hier ist er gefährlich. Wenn ich stehe, ist er gefährlich. Wenn ich sitze, ist er nicht gefährlich. Es ist doch total irrsinnig. Und wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen und wir haben die ersten positiven Ergebnisse. Die Presse kommt so langsam aus dem Quark. Wir bekommen Anfragen. Michael hat schon einige Auftritte auch gehabt. Ich habe auch schon mehrere Presseanfragen gehabt und beantwortet. Letzte Woche in Düsseldorf auf der Autobahnbrücke. Sonst stand da drüber, Urlaubsheimkehrer bitte auf Covid testen lassen. Was stand letzte Woche Samstag auf der Autobahnbrücke nach Düsseldorf? Großdemo in Düsseldorf von 10 bis 19 Uhr. Eine bessere Werbung können wir doch gar nicht bekommen. Und dazu will ich auch mal ganz kurz was sagen. Also wir haben jetzt ungefähr so 6 Monate gefühlt ordentlich auf die Schnauze gekriegt. Wir waren böse, wir waren rechts, links, wir waren rechts, links offen. Ja, so, im Prinzip sind wir eigentlich nur normale Menschen und auch die Presse sind normale Menschen. Die haben jetzt langsam gemerkt, dass sie vielleicht auf dem falschen Fuß aufgewacht sind und fangen an, geneigter zu berichten. Also ich möchte euch bitten, wenn ihr auf Großdemos seid, beschimpft die Kollegen von der Presse nicht, weil in NRW gibt es ein Sprichwort, wer ficken will, muss freundlich sein. Ja, ihr habt's verstanden, danke. Noch 2 Sätze. Patricia wird schon ganz ungeduldig, weil wir müssen gleich los. Ich habe gerade gesagt, in Düsseldorf stand das auf der Autobahnbrücke. Gestern in Köln auch. Und in Köln habe ich schon gesagt, die Mächtigen zittern. Wir wollen sie nicht nur zittern sehen, wir wollen sie zum Beben bringen. Und dieses Beben wird weltweit einsetzen und das Epizentrum ist in Deutschland. Wir werden es von hier aus schaffen. Die Ankündigung noch. Das Video. Okay. So. Alter Falter. Ich habe heute Morgen Beiträge genommen, ne? Hätte ich dir ein bisschen was gegeben, wäre es vielleicht gescheiter gewesen. Aber gut, die Boxen haben sie überstanden. Wie angekündigt, werden wir jetzt gleich noch einen Spaziergang machen zur Stärkung des Immunsystems. Ich möchte aber, muss es ausdrücklich nochmal sagen. Der Spaziergang wird erst stattfinden, wenn alle, die daran teilnehmen, eine Maske tragen und die, die einen Test haben, wird die Polizei es kontrollieren. Also bitte, mir macht es auch keinen Spaß, ich habe die Auflage bekommen. Mir wäre es lieber, wir könnten alle ohne Maske laufen, aber naja. Also, es gibt jetzt gleich noch eine Vorankündigung auf der Videowand. Dann werden wir uns alle dort vorne treffen, an dem weißen Polizeifahrzeug, das wird das erste sein. Danach wird der zweite Wagen ein Smart sein, der wird uns musikalisch ein bisschen begleiten. Seid so lieb, zieht bitte die Masken an, macht's mir bitte nicht noch schwerer oder dass ich noch Probleme kriegen sollte. Und alle, die hier sind und keine Maske anhaben und dazugekommen sind, wir haben hier Maskenpflicht. Noch. Vielen Dank. Während wir uns fertig machen für den Aufzug, zeigen wir ein kurzes Video für den 10.10. als Vorschau. Und Daniel wird das Ganze musikalisch gleich begleiten noch.
Hallo nochmal, der anwaltliche Beistand in meiner Form hier. Wir warten hier gerade, dass es losgeht. Und ich kann auch mal sagen, wir haben sehr deutliche Worte von dem Guido Hofmann gehört, dass er keine Maske trägt und was er davon hält. Und was wir davon halten, das lasse ich jetzt mal so da stehen. Wir können erst anfangen mit unserem Umzug, wenn die Masken auf sind. Und im Moment bin ich noch so ein bisschen am Gucken, es müssen noch ein paar Masken rauf. Bitte macht mit. Wenn wir das nicht machen, dann riskieren wir, dass wir aufgelöst werden. Und dieser Umzug soll von A bis Z laufen. Wir wollen schöne Bilder in der Presse. Und ich möchte auch heute als Anwalt nicht sehen, dass ich da 10 Leute habe, die in irgendeiner Form ganz schlecht von dem Platz oder von der Straße getragen werden. Versucht in irgendeiner Form hier dafür zu sorgen, dass ihr das gut hinkriegt, dass die Polizei es gut hinkriegt, dass wir es miteinander gut hinkriegt. Und macht's, das habe ich am Anfang gesagt, macht's für die Patricia auch, die hier die Verantwortung trägt. Tragt die Maske, lasst uns das heute schön beenden, wir haben noch was vor uns. Und ich habe das Ding jetzt schon am Kinn, ich setze jetzt hoch und ich möchte, dass ihr das jetzt auch macht. Vielen Dank an alle. Genau, was der gute Mann meinte, nicht darüber nachdenken, gorscht! Und bitte nach dem Aufzug die Ordnerbinden zurückgeben am Wohnwagen dort vorne. Danke. Und Daniel wird den Anfang noch begleiten mit ein wenig Musik. Ja, hallo liebe Mitprotestierende. Das nächste Lied, was ich spielen möchte, ist das Lied des Partisanen, der für unsere Freiheit starb. Ich muss dem Guido sagen, eine tolle Rede, aber die Musik brauchen wir trotzdem, auch wenn wir kämpfen. Und deswegen kommt jetzt von mir das Lied des Partisanen, der für unsere Freiheit starb, auf Italienisch. Ihr kennt es alle, es ist Bella Ciao. Funktioniert es nicht? Ja, okay, Leitung getauscht. Wir haben kleine technische Probleme, aber... So, dann machen wir das so. So. Da kommt doch was. Hört ihr was? Ja. Alles klar. Ach, ist mein Kabel? Scheiße, dann muss ich mir wieder neu. Oh, Entschuldigung, dann muss ich mir ein neues kaufen. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. Was ist das denn jetzt? Moment. Wo ist denn der Ton jetzt schon wieder geblieben? Was ist denn da los, liebe Technik? E-Gitarre. Das Pickup? Ach scheiße, ich glaube die Batterie ist alle. Ach, das musste natürlich heute passieren. Dann ist die Batterie alle. 9 Volt noch, aber das kriege ich so schnell nicht rausgewechselt. Singen. Una mattina son svegliato, mi ho trovato l'invasor. Oh partigiano, esta mañana mi son levantado. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, mi ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, qui mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Oh seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh seppellire sulla montagna.
Dankeschön. Del nombre del un bel fior, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh e le genti che passeranno, diranno che bel fior. Oh questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Jetzt guck dir das mal an, was du gemacht hast. So singst du, wir hauen alle ab hier, ey. Per la libertà. Questo è il fiore, so sagen alle. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questi blume des Partisanen, der für unsere Freiheit stark. Unsere Blume der Partigiano, morto per la libertà. Okay, marcia bene. Es ist marcia typisch, per la libertà. Daniel, das ist wieder typisch, wirklich, echt. Was denn? Parli italiano. Wir kommen an, Platz ist voll. Du fängst an zu singen, Platz ist leer. So. Ja, ist so. Aber das war jetzt diesmal Absicht. Gehen wir jetzt mit? Ja, wir gehen mit. Wir gehen jetzt mit. Los. Andiamo con noi, con voi. Sì, 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 sì. Giusto, giusto. Va bene, Daniel, va bene, vieni. Sì, sì, vengo. Ciao, ci vediamo, alla prossima.